Ja, vielen Dank, Norbert Doktor. Ich darf mal kurz nochmal all jenen, die vielleicht die Vertreter hier auf dem Podium nicht so kennen, Selby nochmal ein bisschen näher bringen. Fange außen an bei Wulf Gallert, er stammt aus Havelberg, ist 52, hat Pädagogik studiert und Politikwissenschaften. Seit 1994 ist er im Landtag, erst für die PDS, dann für die Linke. Und er organisierte als parlamentarischer Geschäftsführer mit Jens Bullerjahn von der SPD damals das Magdeburger Modell, vielleicht seine bedeutendste politische Leistung bisher. Nun will er Ministerpräsident werden. Herzlich willkommen, Wulf Gallert. Neben ihm sitzt André Schröder, stammt aus Sangerhausen, wo er heute noch lebt, nach meinen Informationen jedenfalls, 46, hat Philosophie und Politikwissenschaft studiert, war von 2002 bis 2008 im Landtag, dann Staatssekretär im Verkehrsministerium, ist seit 2011, seit der letzten Wahl, wieder im Landtag und wurde zum Fraktionschef gewählt. Herzlich willkommen, André Schröder. Neben ihm sitzt, gestern Abend wurde die Teilnahme offiziell, Frank Pasemann, er ist 55, Vertreter der AfD. Er ist Magdeburger, Diplomökonom und in der Immobilienwirtschaft tätig. Herzlich willkommen. Machen wir auf der anderen Seite weiter. Neben meiner charmanten Kollegin sitzt Falko Grube, Dr. Falko Grube aus Magdeburg, 38. Er hat Wirtschaftswissenschaften, Politik und Geschichte studiert, war knapp 9 Jahre lang Pressesprecher der SPD-Landtagsfraktion und arbeitet jetzt im Kultusministerium in der Stabsstelle für Demokratie und Weltoffenheit. So was gibt es da. Er sitzt im Magdeburger Stadtrat. Herzlich willkommen, Falko Grube. Ja. Last but not least, der Vertreter der Grünen, Sebastian Striegel, Hallenser, 34, in Merseburg aufgewachsen, hat Politik und Geschichte studiert, war Kreisvorsitzender der Grünen. Er arbeitete im Büro der Bundestagsabgeordneten Undine Kurt, war Projektmitarbeiter bei BUND und beim Beratungsteam gegen Rechtsextremismus beim Verein Miteinander. Er ist seit 2011 im Landtag. Herzlich willkommen. Ja, nochmal, für alle, die es noch nicht gehört haben, heute hat der Mitteldeutsche Rundfunk eine neue Wahlprognose veröffentlicht, die er auch erstellen lassen hat. Danach sieht es so aus, dass die CDU 32% der Stimmen bekommen würde, die SPD 18, die Linke 20%, die AfD 17, die Grünen 5 und die FDP 4. Das würde bedeuten, rein theoretisch wäre möglich die Bildung einer großen Koalition, ansonsten würde es bunt durcheinander gehen. Eine rot-rot-grüne Regierung wäre demnach nicht möglich. Bei uns zur Debatte stehen jetzt nicht Hartz-IV-Höhe oder der NATO-Einsatz gegen Schleuser in der Ägäis, sondern nur Dinge, die in Sachsen-Anhalt bewegen und bewegt werden können. Um die Kenntnis der Kandidaten etwas zu vertiefen, beschäftigen wir uns eingangs mal kurz mit den Plakaten der einzelnen Parteien. Herr Gallert, wir haben zur Kenntnis genommen, dass Sie Frauenversteher sind. Und dann gibt es da dieses Großplakat im Cäsarenstil, ich kam, sah und siegte. Fühlen Sie sich damit treffend in Szene gesetzt? Also erstens, Plakate sind nicht dafür da, das eigene Ego zu bedienen. Zweitens, sie sind nicht mal dazu da, die eigene Partei zu befriedigen, sondern sie sind dazu da, Aufmerksamkeit zu erregen und ein Stück weit auch, na klar, auf Widerspruch zu zielen. Das, worum es hier geht, nehmen wir mal das erste, Frauenversteher, hat inzwischen tatsächlich bundesweite Berühmtheit errangt, war tatsächlich eine Frage, wie bringe ich eigentlich in so einem Plakat das Thema Frauen drauf, Frauenrechte, wie thematisiere ich, dass sie in Führungspositionen nicht vertreten sind, wie thematisiere ich, dass sie zu wenig für die gleiche Tätigkeit deutlich weniger Geld verdienen und deutlich mehr abwandern aus Sachsen-Anhalt. Und Herr Gallert, etwas kürzer, geht das? Naja, Ihre Fragen waren ganz schön lang. Also insofern muss ich erst mal sagen, okay, ich versuche es.
Ich meine, wir haben ja nachher noch Zeit für inhaltliche Themen. Und natürlich kann man in Politik und in Werbung auch mal Ironie einsetzen. Wir hätten natürlich raufsetzen können, wir sind für die Gleichberechtigung der Frauen. Es hätte wahrscheinlich an der Straße niemand interessiert, sie hätten mich nicht nachgefragt. Bei einem Frauenversteherplakat ist es umgekehrt, da haben sie mich nachgefragt. Ich habe die Chance zu erklären, was dahinter steht. Bei dem anderen Plakat geht es natürlich klar darum, dass wir sagen, ja, wir wollen klar einen politischen Wechsel in diesem Land. Wir wollen einen politischen Wechsel in dieser Landesregierung und wir trauen uns auch das zu, weil wir wissen, dieser Wechsel ist bitter nötig, um dieses Land aus der Stagnation zu holen. Und das ist mit diesem Plakat sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und dann ist es nicht wichtig, ob es mir gefällt, sondern ist es wichtig, dass es interessiert. Und Sie haben danach gefragt, also interessiert es. Jawohl. Herr Strigel, die Grünen werben auf Großplakaten statt mit Personen mit niedlichen Symbolen. Schweinchen oder Bienchen. Welches entspricht Ihnen am ehesten? Also ich glaube, die grüne Fraktion und auch ich kann für sich in Anspruch nehmen, dass wir die fleißigen Bienchen waren. Und die Bienen liegen uns tatsächlich auch am Herzen, weil sie stehen für eine ganz notwendige Bedingung, damit Sachsen-Anhalt ein Bundesland sein kann, dem man gut leben kann, eine gute Natur. Und dass die Plakate wirken mit diesen niedlichen Symbolen, dass sie ein Hingucker sind, zeigt ja auch ihre Frage und zeigt vor allem auch, dass sie inzwischen zunehmend umgestaltet werden. Also wir haben inzwischen die ersten Ad-Busting-Geschichten erlebt, dass Menschen also zusätzliche Zeichnungen dort anbringen und aus Blumen und Bienen andere produktive Dinge machen. Man merkt, dieses Plakat ist durchaus auch im Gespräch. Okay, das ist Ihre Sicht auf die Dinge. Herr Schröder, ich war, als ich die erste CDU-Großwerbung in dieser Stadt gesehen habe, war ich etwas verwundert. Da stand drauf, was von unseren Menschen. Da dachte ich, unsere Menschen, das hatten wir schon mal. Das war so ein bisschen Vereinnahmung aller DDR, die ja nun der CDU wohl nichts nachzusagen ist, zumindest offiziell nicht. Hat die CDU sich nicht getraut, mit einem großen Haseloff-Porträt zu werben? Also ich stelle mal fest, die Plakate aller Parteien erregen Aufmerksamkeit. Kann ja vielleicht auch zu einer Wahlbeteiligung, zu einer höheren beitragen. Ich erhoffe mir das. Wir wollen Politik für unsere Menschen machen. Vielleicht ist das eine Vereinnahmung, aber als, ich darf das so sagen, als letzte große Volkspartei, die es im Landtag von Sachsen-Anhalt noch gibt, haben wir auch aufgrund unserer Wahlergebnisse der letzten Jahre tatsächlich den Anspruch, wir wollen aus einer politischen Mitte heraus dieses Land stabil mit stabilen politischen Mehrheitsverhältnissen weiterregieren. Wir glauben, dass das nur mit der CDU möglich ist und die Umfragen belegen das ja auch eher. Es wird übrigens mehrere, wie sagt man, Wellen geben der Plakatierung. Und auch der Spitzenkandidat wird selbstverständlich, der die höchsten Bekanntheitswerte aller Spitzenkandidaten schon hat, aber wird natürlich auch mit eigenen Plakaten noch in Erscheinung treten. Und wir haben natürlich auch eine Bilanz zu verteidigen, wer jetzt die Großplakate mit der Schuldenuhr sieht. Jede Sekunde, die wir hier sprechen, geht die Verschuldung des Landes um 2 Euro zurück. Wir haben keine neuen Schulden mehr aufgenommen. Auch das und weitere Themen der Bilanz wird in der Plakatierung eine Rolle spielen. Also es gibt da gewisse Phasen der Plakatierung. Seien Sie gespannt, was noch kommt. Da sind wir sehr gespannt. Also das ist, gucken wir mal. Herr Grube, persönlich, wir haben Sie mit eher kleinen hausbackenen Plakaten mit Kopf und Namen. Wenn Sie noch eine Botschaft dazu bringen könnten, wie Frau Budde meinetwegen, es ist Zeit, welche wäre das? Na, wenn die zu hausbacken sind und der nicht weg wäre, hätte ich jetzt gesagt, es ist Zeit für mehr Frauenversteher, aber der ist ja schon weg. Also ich glaube, ich hätte genommen... Kommt ein gewissen Neid zum Ausdruck jetzt, ja. Vorbehaltlos, ich erkenne das an und ja, Neid immer. Ich glaube, ich würde nehmen, es ist Zeit für weniger Bürokratie. Das betrifft viele Bereiche. Wir können uns bei Konzepten, über die wir uns ja auch gleich noch unterhalten, trefflich streiten. Am Ende müssen die Sachen umgesetzt werden, auf die Straße gebracht werden, sagt man im übertragenen Sinne auch. Und ich glaube, da würde an der einen oder anderen Stelle weniger Bürokratie besser tun, um das, was auch an Mitteln da ist, was eingesetzt wird für verschiedene Projekte. Ich kann nachher noch mal Beispiele sagen, um die passgenau dahin zu kriegen. Also ich würde nehmen, es ist Zeit für weniger Bürokratie.
Gut, das hätte auf diesem kleinen Plakat wirklich keinen Platz mehr gehabt. Gut. Bei der AfD ist es so, habe ich jedenfalls beobachtet, dass auf den kleinen Plakaten überhaupt keine Männerkicken drauf sind, sondern es sind nur Slogans vertreten. Heute habe ich zufällig ein Plakat gesehen in der Stadt, wo eine Gruppe, so, wo sich der eine um den anderen versteckt oder so, abgebildet ist. Warum ist das bei Ihnen so gelaufen? Warum werben Sie so? Also wir sind sozusagen Beginner und wir haben auch nicht die Mittel, uns so plakativ auszudrücken wie zum Beispiel die SPD, die ja immerhin 1,5 Millionen in ihren Wahlkampf gesteckt hat. Unser Budget liegt bei 200.000 Euro und wir haben das gemacht, was notwendig erschien von unserer Seite aus. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Ich weiß das deshalb, weil ich seit 14 Tagen nichts anderes mache, als diese Plakate aufzuhängen. Und besonders viel Spaß macht es dann, wenn man eine Straße fertig hat und am nächsten Morgen sind dann irgendwelche Aktivisten in der Nacht unterwegs gewesen und wir müssen nachplakatieren. Das passiert, das ist zwar nicht demokratisch, aber gut. Wir haben uns darauf versteift, Themen anzusprechen, wo wir denken, dass die Menschen die wirklich bewegt. Wir haben 12 Themenplakate. Ich denke, man kann über den Grad, wie die gelungen sind, streiten. Dafür zeichnen wir auch nur von der Idee verantwortlich. Die Umsetzung haben wir natürlich auch grafisch jemandem übertragen. Ich finde sie gut und ich finde, sie sind die Besten. Gut. Das zeichnet Sie als Wahlkämpfer aus. Gut. Kommen wir jetzt inhaltlich zum ersten Thema. Überschrieben Wirtschaft und Infrastruktur. It's the economy, stupid. Auf die Wirtschaft kommt es an, Dummkopf, frei übersetzt, hat ein Präsidentenberater mal zu Bill Clinton gesagt oder in der Bill Clinton-Zeit gesagt. Wenn es danach geht, könnten Wahlkämpfer in Sachsen-Anhalt einpacken. Arbeitslosigkeit im Januar 2016 immer noch bei 10,9%. BIP von 55 Milliarden, das ist, ich habe mal nachgeguckt, so viel wie Frankfurt am Main hat. Was ist zu tun? Das gebe ich erstmal als Eingangsfrage an alle Kandidaten. Würde bitten um Beschränkung auf, sage ich mal, 1,5 Minuten etwa. Es kommen dennoch einzelne Fragen und dann kommt das Publikum dran. Wir wollen ja, wie gesagt, auch die Leute zu Wort kommen lassen und wollen sehen, wie würzig sie ihre Programme unter das Volk bringen können. Fangen wir an, Herr Striegel. Es geht darum, endlich das Ruder in Politik herumzureißen. Sachsen-Anhalt steht im Bundesvergleich und auch im Vergleich mit den ostdeutschen Bundesländern nicht gut da. Und die letzten 5 Jahre gab es da viel Stillstand und zu wenig Bewegung. Und was heißt das für uns Grüne? Es heißt vor allem, dass wir weniger in Infrastrukturprojekte investieren müssen, sondern endlich in Bildung, Bildung, Bildung in die Köpfe, damit aus diesem Land tatsächlich was werden kann. Wir müssen weg von der klassischen Wirtschaftsförderung, die immer noch darauf hofft, dass es das eine große Unternehmen oder die 10 großen Unternehmen gibt, die nach Sachsen-Anhalt kommen. Wir müssen Start-ups vernünftig unterstützen. Ich höre da von Freunden, die in der Szene tätig sind, immer wieder, wie schwierig das in Sachsen-Anhalt ist, hier an Geld zu kommen und auch zügig an Geld zu kommen, ohne große Bürokratie. Der Kollege neben mir hat es ja schon gerade gesagt, Bürokratieabbau ist vonnöten. Und wir brauchen tatsächlich Bildung, Bildung, Bildung. Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Unterstützung und unsere Studierenden. Dankeschön. Gehe ich mal auf die andere. Bitteschön, den Beifall wollen wir jetzt nicht abwürgen. Wir gehen auf die andere Seite, Herr Gallert, mit der Bitte um eine knackige Antwort. Immer bei mir hier. Also, naja, erstens, natürlich müssen wir uns mal die Frage stellen, warum ist Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland, was noch nicht mal die Wirtschaftskraft des Vorkrisenjahres 2008 wieder erlangt hat. Warum ist bei uns die Entwicklung im Verhältnis zu allen anderen so extrem miserabel? Es gibt 2 Gründe dafür. Die wirklich wichtigen, guten Leute, die wir brauchen in diesem Land. Und das ist die Krankenschwester übrigens genauso wie der Facharbeiter im Maschinenbau, haben dieses Land in viel zu vielen Fällen verlassen. Und sie haben es deswegen verlassen, weil das Land ein Problem hat. Das heißt, immer noch Niedriglohn, zu wenig geschützte Arbeitsplätze, zu wenig dauerhafte Arbeitsplätze, geschützte Arbeitsverhältnisse. Und das heißt eben tatsächlich auch, dass viele Menschen, die dieses Land hätten voranbringen können, wegen fehlender guter Arbeit uns verlassen haben.
Die Leute sind aber entscheidender als die Werkhalle. Um die zu halten, müssen wir umsteuern in der Wirtschaftsförderung, in der gesamten Politik auf gute Arbeit, auf die Stärkung von Gewerkschaften, auf höhere Einkommen. Und wir haben ein zweites Problem, das hat Kollege Striegel gerade angedeutet. Diese Landesregierung hat immer versucht, Unternehmen einzukaufen. Wenn es ihr gelungen ist, waren es meist verlängerte Werkbänke mit relativ schlechten Arbeitsverhältnissen und relativ krisenanfällig. Wir hätten viel, viel früher anfangen müssen, kleine Unternehmen, die es hier gibt, so zu fördern, dass sie innovativ sind und stärker werden. Einigen wenigen ist es gelungen. Überall woanders, auch in den ostdeutschen Bundesländern, ist es viel besser gelungen. Das ist die Hypothek, die wir haben, und an den beiden Stellen müssen wir umsteuern. Dankeschön. Herr Bartelmann, Sie schreiben fleißig auf. Geben Sie uns zum Besten, was Sie notiert haben. Ja, ich bin nicht so geübt wie meine Mitredner hier, weil ich, wie gesagt, kein Politiker bin, kein Berufspolitiker. Ich hoffe, das auch nicht zu werden. Ich möchte mich auch weiter um meinen Betrieb kümmern. Wie kriege ich die Wirtschaft in Schwung? Ganz einfach. Es muss sich die Leistung wieder lohnen. Wir reden in diesem Land seit Jahren, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich das seit mehreren Jahren durchleide, von Förderkonzepten für auf der verschiedensten Ebene. Und bis jetzt, wie Herr Galotta schon sagte, greift das alles nicht so richtig. Das wird auch so bleiben, denke ich, weil da steckt nicht der richtige Mumm hinter. Wir müssen mehr wollen. Wir müssen sagen, wenn sich jemand selbstständig machen will, dann soll er Unterstützung kriegen, und zwar nicht nur in Form eines Busses, den man durchs Land schicken will, um Frauen zu beraten, die sich selbstständig machen, sondern er muss richtig für Unterstützung kriegen. Das fängt damit an, dass man Kleinstdarlehen viel schneller vergeben muss, dass man auch Risikokapital bereitstellt, um auch kleinere und mittlere Unternehmen, die sich entwickeln, zu unterstützen. Ich gebe Herrn Gallert ebenfalls recht, das fällt mir jetzt schon fast auf, dass Förderung von Großbetrieben, die eh schon was geschafft haben, die am Markt sind, sicherlich auch eine Möglichkeit ist, aber in der Regel auch immer den Effekt hat, wenn die Förderung ausläuft, dann zieht die Karawane weiter. Das beste Beispiel haben wir jetzt gerade vor Augen, Magdeburg, hinten am Milchhof, da wird ein Hochregal abgerissen, was mit ganz, ganz viel Geld, mit dem Geld der Steuerzahler dieses Landes, gefördert wurde. Und die Förderung lief aus, und plötzlich wurde dieser Milchhof nicht mehr benötigt. Der wird jetzt abgerissen, dafür kommt jetzt IKEA dahin. Für Magdeburg gut, aber wirtschaftlich eigentlich völlig sinnlos. Dankeschön. Ja, dann würde ich einfach mal an den Tisch weitermachen mit Herrn Schröder. Ja. Also Sie merken schon, dass man Statistiken jetzt so lange quält, bis sie einem das sagen, was man gerne möchte. Aus Oppositionssicht und auch das so ein bisschen die Realität, provokant, Herr Schröder. Die Fragen. Ja, ich will nur gerade auch meine Statistiken quälen, die allerdings auch wahr sind. Und dazu müssen Sie wissen, seitdem die CDU die Landesregierung führt, seit 2002, hat sich die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt halbiert. Auch in den letzten Jahren ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Das ist die Wahrheit. Im letzten Jahr 2015 auch das erste Mal einstellig. Jetzt nur den Januarwert im Winter zu erwähnen, ist auch so ein bisschen hinkend. Also die Arbeitslosigkeit geht definitiv zurück. Jeder hat auch die Chance, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Die Jugendarbeitslosigkeit spielt kein Thema. Anders als unterstellt ist die Wanderungsbilanz positiv, und zwar nicht wegen der Flüchtlinge, sondern 14 und 15 gibt es das erste Mal ein ausgeglichenes Wanderungssaldo aus Zu- und Abwanderung. Auch das gehört zur Bilanz. Und beim Bruttoinlandsprodukt nur das Nullwachstum des letzten Jahres zu beklagen, täuscht auch darüber hinweg, dass wir bei der Wirtschaftskraft je Erwerbstätigen immer noch den zweitbesten Wert der neuen Bundesländer haben. Übrigens ist auch in den letzten 5 Jahren die Nettolohnsumme um 17% angewachsen. Nun kann man sagen, das reicht alles nicht, wir brauchen noch höhere Löhne. Deswegen wollen wir das auch politisch verordnen. Aber richtig ist, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Mir geht es auch noch nicht schnell genug. Wir brauchen aber mehr Selbstbewusstsein und keinen Linksruck. Denn die Ideen, die da kommen, die sind ja geradezu grausam. Zu sagen, wir machen neue Verbandsklagerechte für die Landwirtschaft, wir machen einen neuen gesetzlichen Feiertag, wir reglementieren den Arbeitsmarkt noch ein bisschen stärker, wir stellen die Wirtschaftsförderung um, wir haben bereits höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben aus dem Landeshaushalt gegenüber dem Bundesdurchschnitt, wir haben mit 25% Bildungsausgabenquote auch eine höhere Bildungsausgabe, natürlich geht es auch um Bildung, aber es geht um Wirtschaft und nicht mehr Gängelei, kein Linksruck, sondern eine bewährte, stabile Politik. Die Wirtschaftsverbände sagen uns das auch.
führt dieses Land stabil aus einer politischen Mitte heraus weiter. Dafür setzt sich auch die Wirtschaftsverbände dieses Landes ein. Und das Gleiche gilt auch für Verkehrsprojekte. Wenn die Grünen sagen, wir haben die Schlacht um die Nordverlängerung der A14 verloren, eigentlich wollen wir das Projekt nicht. Wenn man streitet, Bildung statt Beton, wichtige Dinge gegeneinander ausspielt, letzter Satz, so ein Unsinn. Natürlich brauchen wir auch Verkehrsprojekte, auch das ist für die Wirtschaft und im Übrigen auch schnelles Internet, wo wir jetzt mehr tun als in den vergangenen Jahren. Das ist auch bitter nötig, muss ich mal von meiner Seite kommentieren mit dem Internet. Herr Grube, Sie, Ihre Partei ist selber in der Regierung vertreten. Vielleicht haben Sie noch den einen oder anderen Akzent als Ihr Koalitionspartner von der CDU. Ja, Herr Schröder macht ja jetzt schon den Werbeblock für die Koalitionsarbeit. Der Vollständigkeit halber, dieses Umdrehen der Schuldenuhr, was Sie da plakatieren, ist natürlich einem sozialdemokratischen Finanzminister geglückt, was dem Haushaltsgesetzgeber ist der Landtag, ne? Sind wir uns einig. Was dem christdemokratischen Wirtschaftsminister nicht geglückt ist, ist letztes Jahr 175 Millionen Fördergelder umzusetzen und eben das Nullwachstum im Land nicht hochzukriegen. Das gehört schlichtenergreifend dazu. Wenn Sie sich mit Unternehmern unterhalten, kommen zwei Stichworte, wenn man die fragt, was ist für euch wichtig. Das eine ist Fachkräfte, kommen wir vielleicht beim Thema Bildung noch zu. Und das andere ist das, was ich vorhin schon hatte, Bürokratie. Und was die Förderbedingungen betrifft, müssen wir drei Sachen machen. Wir müssen den Zugang, wir müssen die Abwicklung und wir müssen die Ausrichtung der Förderung verändern. Und was die letzten Jahre nicht stattgefunden hat, ist zum Beispiel eine Frage Industrieförderung. Da sehe ich ein bisschen anders als Herr Striegel, man muss das zumindest versuchen. Man kann nicht immer nur auf die ganz kleinen und mittelständischen Unternehmen setzen. Deswegen sagen wir, 10% der Fördersumme, die wir zur Verfügung haben, geht auch in die Industrieförderung. Und dann ist die spannende Frage Bürokratieabbau. Wenn mir ein Unternehmer erzählt, der eine sechsstellige Investition zu wuppen hatte, in der Tat in eine Werkhalle, der sagt, das mache ich bei dem Geld, was wir im Moment haben, alles mit Krediten. Ich frage keine IB, ich frage kein sonstiges mehr, weil die Kosten, um das Ding zu beantragen und hinterher abzurechnen, sind größer als die, das, was ich hinterher rauskriege, sagt er, das lohnt sich für mich nicht. Und wenn wir Förderinstrumente haben, die sich für Unternehmer, die es eigentlich brauchen, nicht mehr lohnen, muss man sie verändern und das ist eins unserer großen Themen. Dankeschön. Keine Äußerung, gut. Sie können aber gleich weitermachen. Bei Ihnen fange ich jetzt an mit der Reihe der Parteifragen nochmal kurz. Und wenn wir damit rum sind, dann geht's in den Saal. So machen wir es denn bei jedem Themenblock. Also, was haben wir denn für die SPD uns notiert? Ach ja, weg vom Billiglohnland, wirtschaftlicher Aufbruch. Das sagt ja auch Katrin Budde bei jeder Gelegenheit. Wie ist das umzusetzen? Also weg vom Billiglohnland ist erstmal auch eine Imagefrage. Das Land hat tragischerweise lange damit geworben, dass hier geringe Löhne gezahlt werden. Das stand in der Tat in PowerPoint-Präsentationen des Landesmarketing drin. Das ist natürlich tragisch, weil billig können einfach andere besser. Wir haben den Mindestlohn und was wir wollen für gute Löhne, wir wollen einen gemeinwohlorientierten Bürgermarkt ins Leben rufen. Und da komme ich wieder zur Förderung, auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Es macht keinen Sinn, ihr seid mal Lohndumping zu fördern. Wenn ich also ein Unternehmen fördere, was billiger als ein anderes Unternehmen in Sachsen-Anhalt produziert, was aber gute Arbeitsplätze hat, macht es überhaupt keinen Sinn, dafür Fördermittel auszugeben. Das heißt, die Fördermittelvergabe muss auch daran gekoppelt sein, dass jemand langfristige Arbeitsplätze schaffen will, dass jemand gute Löhne zahlt und dass jemand damit auch Menschen in Sachsen-Anhalt hält. Und dann ist es für uns eine gute Wirtschaftsförderung. Und Sie wissen auch, nicht nur Abschied vom Billiglohnland, sondern auch Abschied vom Land der Frühaufsteher. Weil wir wissen, die meisten Leute stehen statistisch deshalb früher auf, weil sie lange Pendelwege haben. Auch das ist etwas, wo ein Land nicht mit werben sollte. Dankeschön. Bitteschön, Beifall nehmen wir wie immer mit. Herr Pasemann von der AfD, bei Ihnen habe ich gelesen, dass Sie für einen Landeshaushalt ohne jegliche Schulden bei gleichzeitiger Förderung des Mittelstandes sind. Woher soll das Geld kommen dann? Für nämliche Förderung. Die Frage war, bei Ihnen im Programm steht, dass der Landeshaushalt ohne jegliche Schulden bestritten werden soll und gleichzeitig soll kräftig der Mittelstand gefördert werden. Wie ist das finanzierbar oder wie stellen Sie sich das vor? Das wird eine schwere Aufgabe. Ach was. Ein bisschen detaillierter hätte ich schon, gern. Also ich bin erwachsen genug, um zu sagen, dass das Dinge sind, die, wenn wir im Landtag sitzen, die Fraktion klären muss und die Referenten dazu klären müssen, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Okay, gut, dann sind wir da schnell durch an der Stelle.
Herr Schröder, Sie stellen sich Vollbeschäftigung in Sachsen-Anhalt am nächsten Ende der Wahlperiode vor als realistisches Ziel. Ist das nicht eher ein Wunschtraum? Ja, man muss Ziele haben und auf dem Weg dorthin auch gute Politik machen. Im Übrigen haben wir ja in dieser Wahlperiode das erste Mal in der Geschichte des Landtages von Sachsen-Anhalt überhaupt nur das Geld ausgegeben, was wir auch zur Verfügung hatten. Wir haben ja keine neuen Schulden mehr aufgenommen, haben trotzdem der Wirtschaft Fördermittel zur Verfügung gestellt und wir haben das sehr oft auch sehr unkompliziert tun wollen. Deswegen höre ich die Aussagen von Herrn Grube sehr gerne und ich wünsche mir, ihn fast jetzt im Landtag zu haben, denn er wäre sehr einsam in seiner Fraktion. Ich weiß noch, als wir einen Antrag haben im Juni 2013, war das, da wollten wir den Satz, ich zitiere ihn jetzt einfach mal, die Standards der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung sind auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Da haben wir 2,5 Monate mit dem Koalitionspartner SPD hart gerungen, um das in einem Landtagsantrag beschließen zu können. Und wenn ich mir die Vorschläge zur Regulierung des Arbeitsmarktes und zur Novelle des Vergaberechts anschaue, dann haben wir da viel zu tun. Auch die Diskussion, wie geht es weiter mit Wagniskapital, Start-up-Unternehmen ist ja gesagt worden, einfach nur die IBG abzuschaffen, weil die gerade einen schlechten Ruf hat, das wird auch nicht reichen. Also da braucht man natürlich entsprechende Instrumente und da muss man als Landespolitik auch die richtigen Prioritäten setzen, um das zu erreichen. Ich glaube, so wie die Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist, wenn man eine Pendlerreserve von über 80.000 Menschen hat, die bei uns in Sachsen-Anhalt leben, aber eben noch woanders hinfahren, dann kann man auch den Fachkräftebedarf stillen. Man kann bedarfsorientierte Zuwanderung, die Attraktivität in einem EU-weiten Wirtschaftsraum für Sachsen-Anhalt besser nutzen. Wir sind in einer zentralen Lage im Herzen Europas. Also diese Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben. Gut, Ihr Wort in Gottes Ohr und den Optimismus dazu. Herr Gallert, propagiert wird in Ihrem Programm ein Land der Innovation. Das hat man ja auch schon 1000 Mal gehört, ohne dass das schlecht sein muss, aber wie soll es denn aussehen? Herr Honig, jetzt muss ich noch mal kurz zurück. Wir hatten eine Debatte, an der ich leider nicht dran teilnehmen konnte, und zwar den Vorwurf des Kollegen Schröder, wir würden ja die Wirtschaft abbremsen wollen, weil wir den Arbeitsmarkt zusätzlich regulieren. Und die Wirtschaft das ist übrigens ein richtiger Vorwurf, nicht, dass wir deshalb die Wirtschaft abwürgen wollen. Wir wollen den Arbeitsmarkt regulieren, und zwar mehr als bisher. Ich nenne Ihnen 2 Beispiele und dann wird der Unterschied zwischen uns klar. Wir wollen zum Beispiel, dass Leiharbeit in Zukunft auf keinen Fall mehr schlechter bezahlt werden darf als Stammbelegschaft, um die Leiharbeiter nicht gegen die Stammbelegschaft auszuspielen. Das wollen wir regulieren. Wir wollen einen zweiten Punkt machen. Wir wollen regulieren, dass es keine sachgrundlose Befristung mehr gibt. Muss man auf Bundesebene durchsetzen, dafür ist aber eine Landesregierung da. Warum wollen wir das machen? Um hier gute Arbeit zu fördern, um die Leute, die dieses Land wirklich voranbringen können, hier zu halten. Da sagt die CDU, das ist Beschränkung der Wirtschaft, das wirkt die Wirtschaft ab. Wir sagen, das ist Schutz von Arbeitnehmerrechten und die brauchen wir hier, damit gute Leute hier bleiben. Das ist der Unterschied zwischen Linke und CDU in der Frage. Also, ich will nochmal, nein, muss man richtig so stellen, muss man richtig stellen. Also das sogenannte... Wir wollen hier kein Rede gegen Rede. Sie haben Ihre Position dargelegt und jetzt hat Herr Gallert darauf meiner Meinung nach das Recht zu antworten. Das hat er gemacht. Ja, ich habe auch das Recht zu antworten. Also die Lüge, die CDU sei gegen das sogenannte Equal-Pay-Prinzip bei der Leiharbeit, dem muss ich energisch widersprechen. Sie haben wir wollen Antrag, auch, wir wollen, ja, weil wir... Sie haben den Antrag abgelehnt. Sie haben den Antrag im Landtag abgelehnt. Bei der Leiharbeit... die Missbrauchsfälle, die unter Rot-Grün eingeführt worden sind, abzuwenden, ist CDU-Politik. Wir wissen, dass wir uns politisch streiten über die Frage, darf es eine Einarbeitungszeit geben, bevor der gleiche Lohn bezahlt wird. Aber hier darauf, auf dieser Sache rumzureiten, das finde ich ein bisschen schäbig. Und die Frage, dass Unternehmensförderung nur die einzelbetriebliche Unternehmensförderung abgeschafft werden müsse, weil das ungerechtigterweise Unternehmensgewinne subventioniert. Das ist das, was uns vielleicht eher trennt. Aber einfach nur Wirtschaftspolitik zurückzuschrauben, schafft nicht mehr Arbeit und Wohlstand. Also da muss ich jetzt antworten, es steht bei uns nirgendwo drin, dass wir einzelbetriebliche Förderung gar nicht mehr machen wollen. Herrn Thielmann nachlesen, hat ein gutes Papier geschrieben. Ja, der hat ein sehr gutes Papier geschrieben, in dem das genau nicht drin steht. Deswegen soll man die Leute hier auch nicht anlügen, Herr Schröder. So, Punkt 2, Innovation. Jetzt kommt die Innovation. Dankeschön. So, jetzt kommt die Innovation. Das zentrale Problem, vor dem wir doch stehen in der Wirtschaftsförderung, war,
mit so wenig wie möglich Geld so viel wie möglich Arbeitsplätze hier vermeintlich zu schaffen. Ein Beispiel, Hermes Haldensleben hat eine Erweiterung gemacht, diese Erweiterung 300 Arbeitsplätze. Vor kurzem erst eingeweiht worden, 10 Millionen Euro davon aus der Landeskasse. Gucken wir uns die Arbeitsplätze an, sind sie ganz hart am Niedriglohnsektor. Zum Teil müssen die Leute aufstocken. Es ist jetzt allerdings nicht mehr so, dass sie im absolut Niedriglohnsektor sind. Es sagt mir dann ein Einzelhändler, Herr Gallert, können Sie mir mal sagen, wieso mein Konkurrent, nämlich der Online-Versandhändler, öffentliche Mittel bekommt, die dann dazu führen, dass mein Geschäft kaputt geht und bei mir Arbeitsplätze verloren gehen? Die Frage konnte ich dem Einzelhändler nicht wirklich beantworten. Und deswegen müssen wir uns einzelbetriebliche Wirtschaftsförderung wirklich anschauen. Anders sieht es bei Innovationsförderung aus, wo wir klar sagen, die erste Innovationsförderung, die wir brauchen, ist ein gutes Bildungssystem. Und da haben wir verdammt nochmal keine guten Karten in Sachsen-Anhalt, was die Abiturientenquote anbelangt und was die Schulabbrecherquote anbelangt und was die Quote anbelangt von Leuten, die leider nur einen Hauptschulabschluss bekommen. Die nächste Innovationsförderung ist natürlich genau dort kleinteilig Mittel hineinzusetzen, die Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um Personalkosten in diesem Bereich zu realisieren. Die dritte Innovationsförderung ist, bei Hochschulen nicht darüber zu diskutieren, was sie in den nächsten Jahren alles einsparen müssen, sondern darüber zu diskutieren, wie sie auch mit zusätzlichen Mitteln Innovation für die Betriebe vor Ort leisten können. Und das ist eine Strategie. Dankeschön. Jetzt darf natürlich Herr Striegel auch noch und für Sie habe ich mir auch notiert. Ja, also die erneuerbare Energie, eines der urgrünen Ziele, ist ja auf sehr gutem Weg. Das Land ist fast komplett verspargelt. Wie verhalten Sie sich jetzt zur Braunkohle-Restförderung? Also wie lange soll Braunkohlenindustrie noch in diesem Land gefördert werden? Ja, Frau Dalbert hat da auch eine Aussage getroffen, die mir nicht ganz klar war. Vielleicht können Sie es nochmal genau erläutern. Also ich weiß nicht, wo bei Ihnen der Strom herkommt. Bei mir kommt aus der Steckdose. Aus der Steckdose, aber auch da muss er von irgendeiner Seite reinkommen. Und insofern ist es in der Tat auch eine Frage von Wirtschaftspolitik, aber auch von Zukunftspolitik, wo unser Strom herkommt. Und ich sage Ihnen sehr deutlich, die Grünen kämpfen gegen den Klimawandel. Und wenn wir trotzdem ein industrialisiertes Land bleiben wollen, dann reicht es nicht sozusagen einfach nur zu sagen, wir wollen weniger Strom verbrauchen, auch ein wichtiger Part, sondern wir brauchen Strom auch aus anderen Quellen. Und deswegen sind wir froh, dass wir mit Heidrun Heidicke eine Ministerin hatten, die hier den Grundstein für diese erfolgreiche Entwicklung in Sachsen-Anhalt gelegt hat und die dafür gesorgt hat, dass wir heute schon über die Hälfte unseres Stroms aus erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt gewinnen können. Das ist richtig und das ist gut. Und wir werden diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf 100% steigern können. Und zwar nicht durch wesentlich mehr Windräder, sondern vor allem dadurch, dass wir Repowering machen, vor allem dadurch, dass wir die Photovoltaik auf den Dächern ausbauen, vor allem dadurch, dass wir auch noch zusätzlich Energiespeicherung, damit wir Spitzenlasten abfangen können, mit ins Netz bringen und durch eine größere Dezentralisierung. Und damit ist auch der Zeithorizont benannt, bis zu dem wir aus der Braunkohle raus wollen. Wir wollen, und sagen das sehr deutlich, den Strukturwandel in Sachsen-Anhalt vorantreiben. Wir wollen aus der Braunkohle raus und wir glauben, es ist Aufgabe der Landesregierung, diesen Strukturwandel jetzt auch anzugehen, damit eben nicht am Ende die Situation sich darstellt, dass Leute dort Arbeitsplätze verlieren, sondern dass wir tatsächlich neue Arbeitsplätze in anderen Energiebereichen schaffen können. Das ist möglich und da muss eine Landesregierung jetzt Verantwortung übernehmen. Und das heißt im Übrigen auch, ich komme ja aus dem Saalekreis ursprünglich, dass ein Kraftwerk wie Schkopau, der größte CO2-Emittent in Sachsen-Anhalt, dass das am Ende seiner Betriebszeit dann tatsächlich auch vom Netz geht und da ist unser Zeithorizont etwa das Jahr 2030. Ja, Dankeschön. Es gab hier noch einen Widerspruch von Falco Grube, den nehmen wir noch kurz mit, damit es auch ein bisschen spannend ist bei uns. Ich mache es ganz kurz, weil das höre ich gerne und das ist auch was anderes, als Sie im Landtag erzählen. Wir sagen, die Braunkohle ist eine Brückentechnologie, bis wir es geschafft haben, Energiespeicher zu haben, erstens für die Spitzenabfederung, keine Frage, und vor allen Dingen für die Grundlastfähigkeit. Und so lange werden wir die Braunkohle brauchen. Und wenn Sie jetzt sagen, mindestens bis 2030, ist das was anderes, als Sie sonst erzählen, aber ich höre das gerne. Na, also nur um das klar zu haben für Sie, bis 2030 wollen wir bei 100% Erneuerbare sein. Also das ist klar, bis dahin muss der Ausstieg hin. Und das kriegen wir auf jeden Fall nur mit Grundlastfähigkeit und mit den Speichertechnologien. Ohne das wird es diesen Zeitpunkt nicht geben.
Also wir halten fest, dass 2030 die Braunkohle also endgültig ja sozusagen ja, im Boden bleibt. Was denn noch da ist? Das ist also nach Ihren Zielen sozusagen. Ja. Gut, jetzt machen wir die erste Saalrunde. Grundlegend falsch, dazu, weil Braunkohle nicht nur energetisch, sondern auch stofflich genutzt wird. Wir haben ein großes Montanwachsunternehmen im Süden Sachsen-Anhalts. Und es ist auch falsch, wenn der Kollege der Grünen sagt, sie setzen auf Repowering. Das macht die Union. Ertrag aus Windkraft steigern durch neue, gute Anlagen. Die Grünen stehen explizit dafür, Eignungsgebiete für die Windkraftnutzung neue auszuweisen. Und da sind wir strikt dagegen. Gut, also dann sage ich jetzt, wie es weitergeht. Und zwar die erste Saalrunde mit meiner Kollegin Isabel Hartung und Norbert Doktor. An den Mikrofon, Sie können sich gerne melden und dann kommt jemand zu Ihnen, der Ihnen ein Mikrofon reicht und Sie können dann Ihre Frage zum Bereich Wirtschaft stellen und möglichst dazu sagen, an wen sie gerichtet ist. Ja, der Anfang ist immer das Schwerste. Ja, Herr Schröder, Sie sagten, dass Sie die Standards bei den Aufgabenerledigungen auf ein Minimum halten oder reduzieren wollen. Muss ich das so verstehen, dass Sie jetzt von unten auch vorbereiten, die Sache mit dem TTIP, mit dem Freihandelsabkommen, dass Sie den Boden für TTIP hier schon gut beackern? Ich darf direkt darauf antworten, das freut mich sehr. Nein. Die Antwort auf Ihre Frage ist nein. Wir wollen die Standards der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung immer auf ein notwendiges Maß beschränkt haben, um unternehmerische und bürgerliche Freiheiten zu ermöglichen. Deswegen wollen wir trotzdem natürlich regulieren, dort wo es notwendig ist. Uns strebt zum Beispiel vor, dass wir überall dort, wo wir neue Gesetze haben, auch überprüfen, inwieweit alte Gesetze möglicherweise nicht mehr gebraucht werden, damit nicht einfach die Zahl der Regeln wächst. Oder eine Befristung vorzugeben, um dann eben zu evaluieren, ob man ein solches Gesetz noch braucht. Das sind zum Beispiel die Möglichkeiten einer sogenannten Standardbremse. TTIP ist ein anderes Verfahren. Hier geht es um ein Freihandelsabkommen mit den USA. Und es gab vorher auch schon viele Freihandelsabkommen. Freier Handel ist per se aus Sicht meiner Partei nichts Schlechtes. Es kommt darauf an, wie es gemacht ist. Und da muss ich sagen, wissen wir alle noch nicht, wie der Endstand der Verhandlungen ist. Wichtig ist für uns, dass wir unsere Standards schützen und Möglichkeiten schaffen, dass wir vom freien Handel, vom internationalen Wettbewerb profitieren können. Wir auch in Sachsen-Anhalt. Aber nicht bewährte Standards in Deutschland, auch Verbraucherschutzrechte zum Beispiel abbauen. Und uns ist wichtig, dass es für ein solches Freihandelskommen auch eine demokratische Legitimation gibt. Und dass die Abgeordneten, zum Beispiel im Deutschen Bundestag, natürlich auch Einsicht haben in das, was sie dann beschließen. Also das sind zwei unterschiedliche Woche, Dinge. Ja. Standardbremse ist, glaube ich, richtig, auch im Vergleich zu dem, was hier andere Wettbewerber zur Landtagswahl fordern, ist das auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ich freue mich aber, dass Herr Grube das Thema Bürokratie natürlich auch definiert hat für die SPD. Dankeschön. Nächste Frage gibt es von hier. Erstmal guten Abend. Die vergangenen 5 Jahre waren ja auch im Bereich der Wirtschaft eine Skandalgeschichte. 2 Untersuchungsausschüsse haben sich damit befasst, wie man mit Geld umgeht, im allerweitesten Sinne. Was mich umtreibt, ist, wie man mit dem Geld sorgfältiger umgeht, das heißt, wie wir das Controlling verbessern können, von dem, was der Steuerzahler des Landes ausgibt, um Wirtschaft zu fördern. Die Frage richtet sich an alle. An Herrn Grube speziell die Frage, das mit der Bürokratie höre ich wohl, wenn man aber eine eigene bürokratische Einheit schafft zur Versorgung eines SPD-MDB wie die Lena zusätzlich, nämlich mit Arbeit, die andere schon gemacht haben oder besser machen könnten, dann wirkt das nicht glaubwürdig. Ja, wir würden den an alle geben. Herr Grube war direkt angesprochen, deswegen soll er auch anfangen. Und dann Herr Striegel und dann würde ich sagen, nehmen wir weiter. Ja? Dankeschön. Also die Lena, für alle, die es nicht wissen, die Landesenergieagentur ist kein Versorgungsposten für SPD-Genossinnen und Genossen, sondern die ist ein Beratungsgremium im Land. Die Frage, die Herr Striegel vorhin angesprochen hatte, nämlich der effiziente Einsatz von Energie. Ja, dass wir die Landesregierung auch fördern. Ja, dazu stehen wir als SPD auch weiterhin. Und das wird von der Landesenergieagentur begleitet.
Die Frage Steuergeld. Da müssen wir uns alle mal fragen, wenn wir Risikokapital im Land ausgeben wollen, das muss besser kontrolliert werden als mit der IBG, deswegen wollen wir sie auch abschaffen und was völlig Neues aufbauen, weil ich glaube nicht, dass das Konstrukt noch zu retten ist, aber das nur nebenbei. Die Frage Risikokapital müssen wir uns dann ehrlich beantworten. Wenn wir sagen, wir wollen für kleine Start-ups auch im Innovationsbereich Geld ausgeben und das ist Risikokapital und das ist auch Landesgeld, dann müssen wir damit leben, dass dieses Geld auch weg sein kann. Wenn wir nur Geld ausgeben wollen, was nicht weg sein kann, dann wird es kein Risikokapital geben und dann werden bestimmte Geschäftsmodelle aber auch nicht von staatlicher Seite gefördert. Das ist eine Entscheidung, die man in der Tat treffen muss. Wir sagen, man muss das vernünftig kontrollieren, aber ein gewisses Maß an Risikokapital, ohne das ausufern zu lassen, muss man an der Stelle dafür, dass man Innovationen im Lande schafft, wo auch Arbeitsplätze geschaffen werden, das muss man an der Stelle ausgeben. Und noch eins zur Bürokratie, weil Sie sagten, Sie hören das gerne. Auch ein weniger an Bürokratie, auch das müssen wir ehrlicherweise sagen, ist ein weniger an Sicherheit. Viele Bürokratie resultiert daraus, dass Firmen irgendwelche Berichte schreiben müssen über irgendwelche Abläufe, irgendwelche Reports. Wenn man das nicht macht, dann kann man auch mal in der Zeitung lesen, Behörde XY ist ihrer Überwachungsfunktion nur unzureichend nachgekommen, weil bestimmte Daten gibt es dann auch nicht. Das heißt, derjenige, der sagt, weniger Bürokratie, wird dann auch weniger Daten haben. Das gehört zur Ehrlichkeit mit dazu. Wir sagen, wenn das Arbeitsplätze schafft, dann gehen wir das ein, das andere in Kauf nehmend, weil wir glauben, dass das, was wir an Wirtschaftsförderung brauchen, einfach innovativer und ein bisschen spritziger sein muss. Das wollte ich der Vollständigkeit halber nur dazu gesagt haben. Herr Schrie. Naja, die Themen sind ja schon angesprochen worden. Wir hatten zwei Untersuchungsausschüsse in dieser Legislaturperiode, die diesen Themenbereich auch hatten. Und wenn man als Quintessenz eins ziehen kann, ist, dass die Landesregierung bis heute eben nicht dafür gesorgt hat, dass tatsächlich mehr Personal auch diese Kontrolle durchführt, wo entsprechend Fördermittel hingeflossen sind. Und das ist das große Manko. Hier ist eben nicht, und unser Kollege im Untersuchungsausschuss Olaf Meister hat das ja sehr gut rausgearbeitet, hier sind eben nicht Konsequenzen gezogen worden. IBG, es war ein Fehler aus meiner Sicht, das überhaupt in private Hände zu geben. Und da haben ja auch Leute vorher vorgewarnt und haben gesagt, genau das wird die entsprechenden Effekte haben. Und wir haben in Sachsen-Anhalt einen Landesrechnungshof, der im Vergleich auch zu anderen Bundesländern eine sehr starke Position hat. Das ist gut, die sollten wir erhalten. Aber man muss auf den Rat, der von dort kommt, auch hören und muss die Dinge, die dort angesagt werden, tatsächlich auch ernst nehmen. Und da wünsche ich mir von dieser Landesregierung tatsächlich mehr offene Ohren. Hier gab es in der Vergangenheit zu oft verschlossene Gehörgänge. Und wenn ich mir die Unterschiede anschaue zwischen der Kontrolle oder dem Fehlen von Kontrolle bei der Vergabe von Fördermitteln im Unternehmensbereich einerseits und andererseits der Spitzfindigkeit im Bereich der Kontrolle der Fördermittelvergabe in einem viel geringeren Umfang. Bei den Unternehmen reden wir über Millionen, bei den Vereinen reden wir über Tausende Euro. Auch Steuergeld, auch wichtig, dass da hingeguckt wird. Aber da wird mit dem Landesverwaltungsamt um jede Klopapierrolle gefeilscht. Und da sage ich ganz deutlich, da möchten wir von einer Kultur des Misstrauens, die aus den Behörden heraus gegenüber den Vereinen und Verbänden herrscht, wieder zu einer Kultur des Vertrauens kommen. Also wir sagen, bei Steuergeld sehr genau hinschauen, aber auch mit Augenmaß und sozusagen zwischen Millionenbeträgen und Bagatellgrenzen durchaus unterscheiden. Gut, ich gebe dann hier drüben auf diese Seite, Herr Pasemann, mit der Bitte um möglichst kurze Antworten, weil wir sind jetzt schon über unserem Zeitplan ein ganzes Stück drüber. Gut, ich darf trotzdem. Ja. Prima. Also ich denke, dass es unstreitig ist, dass die AfD mit einer ziemlich starken Fraktion in den Landtag einziehen wird in den kommenden. Ich bin da auch sehr erfreut drüber und ich denke, wir kommen da eigentlich schon ein bisschen spät. In Vorbereitung unserer Ausschussarbeit ist mir aufgefallen, dass es eine ganze Palette oder sogar mehrere Paletten voller Organisationen, Vereine, Institutionen und was weiß ich alles gibt, die Fördermittel erhalten. Ich denke,
Das sagt mir jetzt mein gesunder Menschenverstand. Ich habe natürlich nicht die landtägliche Erfahrung meiner Kollegen hier links und rechts. Aber ich denke, wenn wir da rangehen und wenn wir da mal durchforsten und wenn wir da schauen, was ist denn wirklich nötig und was nützt den Bürgern, nicht was nützt irgendeiner Klientel einer Partei, dann kriegen wir da unglaubliche Mengen zusammen. Und, Herr Pasemann, sagen Sie es doch sehr deutlich. Sie wollen die Vereine, die für Demokratieförderung im Land stehen, abschaffen. Das hat jedenfalls Ihr Parteikollege heute geschrieben. Und das ist ganz ehrlich eine Situation, das finde ich unmöglich in dem Land. Und dann sollten Sie den Leuten auch reinen Wein hier einschenken und nicht so irgendwie verklausuliert hier unterwegs sein. Herr Striegel, als ich auf die Bühne kam, habe ich jedem meiner Gesprächspartner hier die Hand gegeben oder hingereicht, habe sie auch Ihnen hingereicht. Sie haben mir gesagt, Sie möchten meine Hand nicht. Sie sollten vielleicht erst mal Anstand lernen und dann den Mund aufmachen. Wir machen weiter bei Herrn Schröder. Ja, ich will noch mal zu der Frage zurück, denn die gilt es ja zu beantworten. Ich halte es auch wichtig, dass das Thema Kontrolle angesprochen worden ist, weil man muss wissen, dass das, was man als Skandale und als Gegenstand von Untersuchungsaufträgen in Ausschüssen des Landtages behandelt, ja sehr oft die Folge von Kontrolle ist, die wahrgenommen wird. Bei dem sogenannten Dessauer Fördermittelaffäre, da ging es um Qualifizierungsmaßnahmen, die gar nicht gegeben worden sind, aber abgerechnet worden sind. Das Land war also nicht der Täter, sondern das Opfer. Und bei der IBG-Affäre ging es auch letztlich um Fehlentwicklungen innerhalb der IBG, die aufgeklärt werden müssen, wo auch Konsequenzen gezogen werden müssen. Und deswegen ist es richtig, dass man sagt, nicht, wir verzichten auf die Elemente und was Neues kommt, das wissen wir noch nicht, das sagen wir euch nach der Wahl. Das ist schwierig, sondern man muss sagen, es gibt wichtige Instrumente, an denen wir festhalten wollen, aber die wir nicht so anfällig für Missbrauch machen wollen. Aber auch wenn man die Kontrolle verbessert und die Qualifizierungsmaßnahmen, Herr Striegel, die werden natürlich heute nicht mehr so gemacht, wie es in den vergangenen Jahren damals, vor allen Dingen auch in der Größenordnung stattgefunden haben, das wissen Sie auch, also da wurden sehr wohl Konsequenzen gezogen. Man muss sagen, trotz verbesserter Kontrolle wird bei entsprechender krimineller Energie, wenn man Mittel vergibt, immer ein Restrisiko bleiben, dass man auch zum Opfer sozusagen von Hintergehungstatbeständen wird. Was wir nicht wollen, ist die Dinge einfach nur in Frage zu stellen, nicht mehr machen zu wollen, sondern dann muss man über Kontrolle reden, muss man über Konsequenzen reden. Das haben wir übrigens auch in den Untersuchungsausschüssen getan. Die SPD, muss ich sagen, die Vertreter der SPD in der Landesregierung haben noch die Verlängerung sozusagen in die Wege geleitet für die IBG unter veränderten Konstellationen. Und im Wahlprogramm der SPD steht jetzt die Abschaffung. Das ist übrigens wie bei dieser Frühaufstehergeschichte. Das war mal eine bekannte Kampagne. Man kann was anderes machen, aber einfach nur zu sagen, wir hören auf, das zu machen. Und was dann kommt, na, dann machen wir mal einen Arbeitskreis und gucken mal später. Das reicht eben nicht. Also wie wird Verantwortung bei der Vergabe von Fördermitteln hier wahrgenommen? Da muss man nochmal sagen, also dieser Dessauer Fördermittelskandal, wo also Gelder für Weiterbildungsmaßnahmen abgerechnet worden sind, die nie stattgefunden haben und verschiedene andere Tricks. Das war nachher ein Netzwerk von 50, 60 Unternehmen, mehreren hundert Personen und der Kopf von dieser ganzen Organisation saß im Wirtschaftsministerium. Der ist bis heute übrigens nicht belangt worden dafür, das muss man auch nochmal klar sagen. Und bei der IBG ging es darum, dass dreistellige Millionenbeträge in sogenannte Risikokapital, also Start-up-Unternehmen, reingepresst werden sollten. Die Start-up-Unternehmen hat es in der Zahl nie gegeben bei uns. Und die sind in ganz dunkle Kanäle zum Teil mit eigenartigem Engagement reingedrückt worden. Und zwar, weil dieses öffentliche Geld von einem privaten Investmentbanker mit seiner Firma aus Berlin so angelegt worden ist, wie er es wollte und nicht wie das Land es brauchte. Da haben wir die Situation gehabt, dass wir das Problem hatten, in beiden Fällen hatten wir einen Wirtschaftsminister, der damit zuständig war und einen Finanzminister, der da zuständig war und niemand ist dafür verantwortlich. Niemand ist dafür verantwortlich, das waren die Leute mit der kriminellen Energie. Man hatte zwar die Kontrollfunktion, aber man hat natürlich nie etwas falsch gemacht. Und das finde ich schon nicht in Ordnung, dass man seine eigene politische Verantwortung, hier geht es um Haseloff, einfach mal in den Skat gedrückt hat. Er war Aufsichtsratsvorsitzender der IBG und wollte mit dem Ding nie was zu tun gehabt haben. Wortwörtlich seine Dinge auch im Untersuchungsausschuss. Und da muss ich sagen, das geht mir auch über die Hutschnur. Punkt 2. Was passiert in diesem Land? Alle sagen, Leute, ihr könnt
Risikokapital, öffentliche Steuergelder, doch keinen privaten Investmentbanker in die Hand drücken, damit der damit umgeht. Was passiert? Genau das Gleiche nochmal. Wieder ist ein privater Investmentbanker derjenige, der Steuergelder in irgendeiner Form verwaltet. Diese Landesregierung hat nichts gelernt. Gut, danke schön. Dann sind wir jetzt mit dem Punkt durch, werden uns jetzt befleißen etwas... Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Ach, wir haben eine. Entschuldigung, ich sehe hier immer nur Licht. Ja, ja, meine Frage war jetzt an Herr Schröder gewesen, was jetzt vorhin das Thema war wegen Leiharbeit. Und ich würde mich hier nicht auch für das, was Wolf Galat gesagt hat, auch aussprechen, dass das ja wenigstens auf 100% gemacht wird für die Leiharbeiter. Weil das Internet, das erstmal kostet, ist, denke ich mal, die meisten klar. Aber man muss hier nicht auch die Relation sehen und auch ein bisschen mehr als über eine normale vierjährige Legislaturperiode. Das wird, dass es sich irgendwann mal wieder wiederkommen wird, das Geld, das man eben... Was ist denn Ihre genaue Frage? Ja, also, dass man doch eben über eine normale vierjährige Legislaturperiode hinaus gucken sollte, planen sollte, also nur Stück für Stück und versuchen sollte, eben die Leute hier zu halten und die Wirtschaft anzuregen. Und deswegen würde ich mich nicht nur dafür aussprechen und die Aussage von Wolf Gallert bekräftigen, dass man das gleichstellen muss, gleiches Geld für Leiharbeiter und Werksarbeiter. Und bestes Beispiel ist Frankreich, da kriegen die Leiharbeiter 110%. Die Frage war immer noch nicht ganz klar. Ja, nee, das... warum, Herr Schröder, also warum Herr Schröder die CDU dagegen gestimmt hatte. Bitte, Herr Schröder. Also ich will noch mal klarstellen, nur weil man Oppositionsanträgen, die Sie jetzt vielleicht auch gar nicht im Wortlaut kennen, nicht zustimmt, heißt das nicht, dass man dem Anliegen, Missbrauch bei der Leiharbeit entgegenzutreten, damit eine Absage erteilt. Ich sage noch einmal, übrigens eine bundesrechtliche Regelung wird mit der Landtagswahl nicht allein entschieden. Eine bundesrechtliche Regelung, wo wir Leiharbeit zulassen, aber den Missbrauch von Leiharbeit begegnen. Übrigens, was wir auch schon im Koalitionsvertrag auf Landesebene verabredet haben, dass wir uns gemeinsam für das Equal Pay, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, einsetzen. Ab dem ersten Tag. Ist, ab dem ersten, ja, Tag. Und jetzt kommt die Diskussion, jetzt kommen wir in die Details der Feinheiten, zu sagen, gibt es für die Leiharbeiter einen Einarbeitungszeitraum, bis wann dann der gleiche Lohn zu zahlen ist, oder muss der Leiharbeiter, der von einem ganz anderen Auftrag kommt, der von einem ganz anderen Unternehmen kommt, vom ersten Tag an das Gleiche kriegen, was der, der schon eingearbeitet ist, am Arbeitsplatz liegt, steht, auch hat. Und da gewähren wir, würden wir sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ja, aber es muss eine Einarbeitungszeit an dem Arbeitsort möglich bleiben für den Arbeitgeber, bevor dieses Equal Pay Prinzip greift. Und da unterscheiden wir uns aber nicht bei dem grundsätzlichen Ansatz, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit zu gewähren ist. Und diese Nuance, die kann man nicht hochstilisieren zu einem Grundsatzkonflikt. Im Übrigen, über die Wahlperiode hinausdenken, will ich Ihnen auch nochmal sagen, das machen wir. Es gibt viele Dinge, Landesentwicklungsplanung, mittelfristige Finanzplanung, Personalentwicklungskonzepte, Enquetekommission. Also es gibt sehr viele Dinge, wo wir als Parlamentarier natürlich über die Wahlperiode hinaus schauen. Und ich glaube, mit der seriösen Finanzpolitik, die wir gemacht haben, das hat auch sehr viel zu tun, weil man muss ja auch Nein sagen, hat auch sehr viel zu tun mit einer Politik, die über die Wahlperiode hinausdenkt. Gut, schönen Dank. Jetzt leite ich über zu meiner Kollegin Isabel Hartung, die sich dem zweiten Punkt widmet, nämlich der Sozialpolitik. Bitte schön. Das Leben in Sachsen-Anhalt soll ja durch soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit geprägt sein. Das fordern so eigentlich alle Parteien übergreifend. Wie soll das Ganze praktisch umgesetzt werden? Da würde ich gerne mit Herrn Striegel von den Grünen anfangen. Vielen herzlichen Dank. Na, Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit fängt bei den ganz Kleinsten an. Das heißt, wir brauchen endlich im Land eine bessere Kinderbetreuung, wo auch Eltern nicht unter den Beiträgen ächzen und unter den Steigerungen. Da hätte dieser Landtag noch zum Ende der Legislaturperiode etwas tun können, hätte Geld ins System packen können und hätte dafür sorgen können, dass Eltern tatsächlich im Land auch entlastet werden. Es geht weiter über die Grundschulen, wo ganz klar ist, dass wir jetzt schon zu wenig Lehrerinnen und Lehrer dort haben. Und es zieht sich letztlich durch das gesamte Bildungssystem.
Bildungspolitik ist die beste Sozialpolitik, wenn wir es ermöglichen, dass sachsen-anhaltische Schülerinnen und Schüler tatsächlich erfolgreich ihre Bildungskarrieren beginnen, dort einen guten Start haben, dort gut durchs Schulsystem durchkommen und ihre Schulausbildung eben nicht abbrechen. Wir haben in Sachsen-Anhalt viel zu viele Abbrecherinnen und Abbrecher. Dann wäre was gewonnen und dafür muss die Landesregierung tatsächlich auch sorgen, indem sie mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellt. Wir haben viel zu viel Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt, bedingt dadurch, dass es absehbar war, dass wir Lehrerinnen und Lehrer altersbedingt verloren haben. Und hier ist zu wenig passiert. Hier muss sich was ändern. Dankeschön. Dann geben wir doch gleich mal an Herrn Schröder in die Landesregierung, wie soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit, wie soll das praktisch umgesetzt werden weiterhin? Jetzt passiert mal was ganz Außergewöhnliches. Ich würde Herrn Striegel in weiten Teilen recht geben. Denn in der Tat hat gute Bildungspolitik sehr viel mit Sozialpolitik zu tun. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht mit Konsolidierungsgründen anfangen können. Solange wir eine Schulpflicht in Deutschland haben, müssen wir auch die Unterrichtsversorgung sicherstellen. Ich reklamiere für uns ein Stück weit Unzufriedenheit mit dem sozialdemokratischen Kultusminister, der uns über die Frage der Unterrichtsversorgung, alle wissen, dass die im Landtag waren, immer sukzessive Zahlenmaterial geliefert hat und wir sozusagen auf Sicht fahrend die Einstellungskorridore immer wieder erhöht haben. Wir haben 2015 über 600 Lehrer eingestellt, dreimal so viel wie 2012. Und da kommen die Integrationslehrer für die Deutschklassen, für die Flüchtlinge ja noch hinzu. Ich glaube, wir brauchen mindestens 600 Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr plus die Integrationslehrer. Also eine Aufweitung des Einstellungskorridors, um diese Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Wir brauchen eine Sicherung des Systems, des Sozialsystems, was wir haben. Die bewährte Kinder- und Jugendhilfe, Kinderbetreuung. Wir haben im Landtag über 60 Millionen Euro zusätzlich in die Kinderbetreuung gesteckt. Und wir sind uns auch einig, auch wenn Herr Striegel, da kommt jetzt der kleine Unterschied, noch was anderes gesagt hat, dass wir die ja gesetzlich schon vorgeschriebene Evaluierung der Finanzierungsregeln im KiföG zum Anlass nehmen werden, die Betreuungsgeldmillionen, die der Bund uns jetzt als Land gibt, 1:1 in die Entlastung der Eltern, also zu den Kommunen, zur Entlastung der Elternbeiträge investieren werden. Das sind 9,1 Millionen in 2016 und dann 23 bzw. 28 Millionen in 2017 und Folgejahre. Ich glaube, wo wir noch mehr nachjustieren müssen, neben der Unterrichtsversorgung, ist im Bereich der Krankenhausversorgung, der medizinischen Versorgung. Hier gibt es neben der Frage der mobilen Praxisassistentin, früher Gemeindeschwester, und der Krankenhausinvestitionen selbst Haushaltsansätze, die aus meiner Sicht nicht mittelfristig tragfähig sind. Das heißt, wir müssen auch ein Krankenhausinvestitionsprogramm auflegen, wo wir mehr Geld vorsehen als vorher. Also die Frage der medizinischen Versorgung, Gesundheitsversorgung, Krankenhausinvestitionsgesetz, Krankenhausplanung aktualisieren. Das ist unbedingt eine Aufgabe für die kommende Wahlperiode. Vielen Dank. Herr Pasemann, wie steht denn die AfD zu sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit? Wir sind sehr für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Wir sind aber dafür, dass jeder das Seine dazu tut. Ich selber bin Vater von zwei Kindern, die sind Gott sei Dank erwachsen. Ich kann aber aus eigener Erfahrung mit dem Schulsystem in Sachsen-Anhalt sagen, dass zu der Zeit, wo meine Kinder schulpflichtig waren, wir uns sehr oft an veränderte Bezeichnungen von Schulen gewöhnen mussten. Es gab verschiedenste Schulformen, es gab mal 13 Jahre Abitur, dann waren es wieder 12 Jahre Abitur. Es wurde hin und her gebastelt, aber der eigentliche Kernpunkt ging, glaube ich, verloren. Eine solide Bildung heißt immer, wir brauchen genug Lehrer. Und ich glaube, dass die Landesregierung statistische Zahlen bekommt und es ist klar gewesen, dass wir auf eine Pensionswelle zulaufen in Sachsen-Anhalt. Meine eigene Tochter arbeitet, obwohl sie aus Sachsen-Anhalt ist und sie hier auch arbeiten würde, arbeitet außerhalb von Magdeburg oder in einem anderen Bundesland, weil sie hier keine Stelle bekommen hat, obwohl klar ist, sie hätte hier gebraucht werden, sie würde hier gebraucht werden. Wir hätten uns gefreut, gut. Weiterhin ist zu sagen, dass wir den Lehrstoff, der in der Schule gelehrt wird, das wollen wir auf alle Fälle anpacken, entideologisieren wollen. Wir sehen in den letzten 10, 15 Jahren einen zunehmenden Hang dahin, dass Lehrstoff vermittelt wird, der eigentlich in außerschulischen Interessengemeinschaften vielleicht vermittelt werden sollte, aber nicht direkt in der Schule. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man statt 2 Wochenstunden Sport vielleicht 4 Wochenstunden Sport macht. Würde mit Stramm stehen oder ohne?
Herr Striegel, stramm stehen hat noch keinem geschadet und hätte auch Ihnen wahrscheinlich nicht geschadet. Ja? Herr Grube, Chancengleichheit, wie soll das von Seiten der SPD praktisch umgesetzt werden? Ich werde erst mal kurz was zu Herrn Pasemann sagen, weil er sagt, er ist für soziale Gerechtigkeit. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass über 80% in Deutschland für den Mindestlohn sind. Die AfD ist das nicht. Und in der Frage der sozialen Gerechtigkeit und Löhne stehen sie nicht für die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass 81% der Deutschen mit dem, was zurzeit in Deutschland passiert, nicht zufrieden sind. Ne? Ja, aber da sind Sie nicht die Lösung. Aber Sie wohl auch nicht, Herr Gallert. Aber er ist deutlich näher dran. Aber jetzt kommt es langsam zum Fahrt hier, ne? Ach, bei mir geht's noch. Herr Grube ist dran. Herr Grube. Ich puffere das ein bisschen in der Mitte ab. Ich sitze hier ganz gut. Und ich warte ganz geduldig. Das wird wahrscheinlich dann im Landtag auch so sein. Na, Sie wollen ja da nicht rein. Oh Gott. Darf ich? Ja, bitte. Möchten Sie auch, dass ich darf? Dankeschön. Wir waren bei den Lehrerinnen und Lehrern, da will ich ganz kurz was zu sagen, bevor ich Ihre Frage beantworte. Das Thema Bildung haben wir nachher noch im letzten Block. Gut, dann möchte ich da wenigstens noch was nachher zu Herrn Schröder sagen. Ich diszipliniere mich und sage da nichts zu. Ich will ein paar Themen nennen, was soziale Gerechtigkeit betrifft, die heute noch gar nicht angekommen sind, die ich eigentlich beim Thema Infrastruktur auch nennen wollte. Und zwar die Frage Daseinsvorsorge, wo Daseinsvorsorge beheimatet ist. Wir als SPD sagen, Daseinsvorsorge, öffentliche Daseinsvorsorge muss auch in öffentliche Hand. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten ja in Dresden den Verkauf der Wohnungsgenossenschaft. Wir wissen, was da zum Teil mit Mieterinnen und Mietern hinterher passiert ist. Das haben wir in Magdeburg zum Beispiel nicht gemacht. Ja, die Wobau ist hier 100% städtische Tochter. Auch die SWM hat noch 54%. Und ja, man hat dann die Möglichkeit, soziale Stadtentwicklung zu betreiben. Nicht nur Projekte in der Innenstadt, sondern auch die Frage, wie in den Kiezen das Leben läuft, wie Stadtteiltreffs laufen. Und eben auch die Frage, wie man Flüchtlingen vernünftigen Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Deswegen sagen wir, öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand. Dann zum Thema frühkindliche Bildung. Ich weiß, das hören einen nicht gerne, aber wir haben in Sachsen-Anhalt eines der besten frühkindlichen Bildungssysteme, was wir haben. Ja, das müssen wir verbessern, das ist überhaupt keine Frage. Herr Schröder hat schon gesagt, wie viel Geld auch reingeflossen ist. Und man kann dieses System an vielen verschiedenen Stellen verbessern. Ich nenne mal ein paar. Einmal die Frage längere Öffnungszeiten. Da sagen wir, das ist ganz wichtig. Nämlich für Eltern, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder sonst in die Kita bringen sollen und sonst auch keinen Job kriegen sollen, gerade Alleinerziehende. Ja, eine Verkäuferin, die bis 18 Uhr ihre Kinder nur wegbringen kann, wird wahrscheinlich keinen Arbeitgeber finden, weil sie die Spätschichten nicht abdecken kann. Ich finde, da muss man anfassen. Und dann so Fragen Betreuungsschlüssel, Kostenfreiheit und so weiter. Und da ist für uns, wenn wir das anpacken, das wird alles Geld kosten. Und das kann man übrigens nicht einmal in der letzten Landtagssitzung vor der Wahl einfach mit so einem Antrag beschließen. Im Himmel ist Jahrmarkt. Das muss alles auch vernünftig durchgerechnet sein. Deswegen werden wir das ganz sachte in der nächsten Legislaturperiode anfassen. Aber für uns ist die Prioritätensetzung erst die längeren Öffnungszeiten, dann Kostenentlastung der Eltern und dann können wir irgendwann zur Kostenfreiheit kommen und zum Betreuungsschlüssel. Aber das muss alles auch finanzierbar sein. Dankeschön. Kommen wir noch zu Herrn Gallert. Die Linken, soziale Gerechtigkeit, wie wollen Sie das praktisch umsetzen? Also man muss jetzt noch mal klar sagen, die Erwartungshaltung an soziale Gerechtigkeit, das sind zum großen Teil bundespolitische Themen und deswegen will ich doch zwei Sätze dazu sagen. Und Herr Honig, jetzt fallen Sie mir nicht gleich ins Wort, die anderen haben auch alle länger geredet. Also die Situation ist im Grunde genommen die... Gefühlt nicht. Okay. Also die Situation ist im Grunde genommen die, wir brauchen die Stärkung der sozialen Sicherungssysteme und zwar der sozialen Sicherungssysteme, die über Umlage funktionieren. Also wir brauchen die Sozialversicherungsrente. Wir brauchen die Sozialversicherungsgesundheitssysteme, die über die ganz normalen gesetzlichen Umlagesysteme funktionieren. Was wir nicht brauchen, ist eine Reduzierung zum Beispiel des Rentenniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung und die Ansage, spart mal irgendwelche Kapitalanlagen an, um später diese Differenz auszufüllen, die sogenannte Riester-Rente.
Wir brauchen die gesetzliche Rente, wir brauchen die gesetzliche Arbeitslosenversicherung und wir brauchen die gesetzliche Krankenversicherung, die als Umlagesystem, als Solidaritätssystem funktioniert. Und die ist leider in den letzten 10, 15 Jahren eher ausgehöhlt worden. Da müssen wir wieder zurück. Zum Beispiel, dass diejenigen, die in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen, nämlich die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, so wie früher gleich viel einzahlen und nicht die Steigerungen nur noch von den Arbeitnehmern übernommen werden. Das ist unser Einsatz für soziale Sicherung. Im Land, klar, Bildung. Wir haben seit 10 Jahren gesagt, das, was hier im Interesse dieser Schuldentilgung gemacht wird, ist Personalreduzierung auf Kosten unserer Kinder. Wir haben jetzt schon 700 Lehrer zu wenig in den Schulen. Im letzten Schuljahr ist 1 Million Unterrichtsstunden nicht mehr sachgerecht erteilt werden, konnten nicht mehr sachgerecht erteilt werden, weil wir zu wenig Leute haben. Wir haben zu wenig Polizisten auf der Straße, weil wir zu wenig eingestellt haben. Und öffentliche Sicherheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Und deswegen müssen wir da deutlich zurück. Das bedeutet einen starken Staat, der in der Lage ist, öffentliche Daseinsvorsorge zu organisieren mit öffentlichem Geld. Das ist das, was wir wollen. Vielen Dank, Herr Gallert. Das große Thema ist Sozialpolitik. Ich würde jetzt gerne mal mit der CDU anfangen. Sie peilen ein kostenfreies letztes Kita-Jahr an. Warum nur dieses eine und wie soll das Ganze finanziert werden? Also wir hatten ja gesagt bei der Kinderbetreuung, die CDU war im Landtag die erste Partei, die gesagt hat, wir wollen, wenn die Bundesbetreuungsgeldmittel 1:1 auf die Länder zukommen, dann wollen wir dieses Geld nicht einsetzen für neue Programme. Da gab es tolle Vorschriften oder Ideen, ein Begrüßungsgeld für Neugeborene oder ein Landeserziehungsgeld wie in Sachsen. Da gab es viele tolle Ideen. Wir haben gesagt, nein, bremsen. Wir haben eine gute frühkindliche Bildung, wir haben ein gutes Betreuungssystem. Aber unser Problem sind, dass die Kommunen eine Kostentransparenz haben und jetzt auch durch bessere Entlohnung, bessere Personalschlüsse in den Kitas hochgehen mit den Elternbeiträgen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen dieses Geld einsetzen. Jetzt ist die Frage, wie. Wenn wir das in diesem Jahr mit den 9,1 Millionen machen, dafür brauchten wir jetzt kein Gesetz, weil wir haben im Finanzausschuss die Mittel dafür ja schon gesichert, haben einen Finanzausschussbeschluss auch dazu herbeigeführt. Wir werden das Mitte des Jahres beschließen. Aber dann kommt die Frage, wenn wir auf die fast 30 Millionen Euro, die wir dann kriegen aus dem Betreuungsgeld, kommen, wie können wir das machen, wenn wir jetzt immer noch die schwierige Situation haben, dass es ja eine durch Bundesrecht übertragene kommunale Pflichtaufgabe ist und das Land zwar für die Standards Zuschüsse gibt, mittlerweile über 250 Millionen im Jahr, aber selbst nicht sozusagen in die Ermessensfreiheit der Kommune eingreifen kann, wie hoch die Elternbeiträge sind. Denn es liegt im Ermessen der Kommune, wie hoch die Elternbeiträge sind. Das heißt, die Ideen, das irgendwie zu deckeln, sind rechtlich höchst schwierig, sehr umstritten. Und es war ein Vorschlag, den die Union schon länger hatte, das pädagogisch sehr wichtige letzte Kita-Jahr beitragsfrei zu stellen. Und deswegen haben wir gesagt, das wäre unser Vorschlag. Ich sage ganz ausdrücklich, das ist ein Vorschlag, mit dem wir, sofern wir nicht die Alleinregierung haben, in einer Koalition mit einem Koalitionspartner reden müssen, um dann einen Kompromiss zu erzielen. Entscheidend ist die Botschaft, das komplette Geld aus den Bundesbetreuungsmitteln, die das Land bekommt, geht in die Entlastung der Elternbeiträge. Das ist die Botschaft der Union. Ob wir das mit dem letzten Kita-Jahr machen oder mit einer anderen Systematik im KiföG, mit der Novelle, das muss man dann sehen und den Koalitionsverhandlungen einfach dann vorbehalten lassen. Dankeschön. Herr Grube, es wurde gerade schon mal kurz angesprochen, die Deckelung der Kita-Beiträge. Die SPD will sie bei 190 Euro deckeln. Was erhoffen Sie sich genau davon? Naja, wenn man sich die Kita-Landschaft in Sachsen-Anhalt anschaut, dann gibt es da zum Teil schon exorbitante Sätze, so mit 250 Euro. Und da ist ja schon die Frage, gerade in Familien, die nicht kostenfrei gestellt sind, auch das ist ja von Kommune zu Kommune und von Landkreis zu Landkreis zum Teil unterschiedlich. Da besteht dann schon die Frage, bringe ich mein Kind in die Kita oder nicht? Und wir wollen einfach sagen, es gibt eine Obergrenze, 190 Euro, damit eben Kinderbetreuung kein reiner Kostenfaktor ist, sondern die Kinder, die das brauchen und auch die Eltern, die das brauchen, es ist ja beides, es ist ja einmal die Frage Bildungsangebote an die Kinder. Deswegen haben wir das ja in dieser Legislatur auch durchgesetzt, dass auch die Kinder von Arbeitslosengeldern eine Ganztagsbetreuung kriegen können. Wir finden das nach wie vor richtig. Wir haben dann den Koalitionspartner auch Gott sei Dank überzeugen können am Ende.
Also es ist wichtig, dass die Kinder die Angebote kriegen und es ist natürlich auch ein extrem wichtiges Instrument für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich habe das vorhin schon gesagt, wenn man das Kind irgendwo hinbringen kann und ja, wir haben im Moment auch Biografien, ich kenne das selber aus dem Freundeskreis, wo Leute eben nicht da wohnen, wo auch die Eltern sind, wo das eben anders organisiert werden muss und deswegen sagen wir ein bisschen längere Betreuung und dann auch die Deckelung für die Eltern und dann ist das, glaube ich, ein Paket, mit dem man sich da auch gut sehen lassen kann und was auch richtig einen Effekt hat. Herr Striegel, wie wollen Sie Familie und Beruf vereinbaren? Also nicht persönlich, sondern die Grünen? Persönlich ist das durchaus auch eine Frage, aber in der Tat, Kinderbetreuung ist der Schlüssel und die muss im Land für alle funktionieren. Und das ist vorhin ja schon angesprochen worden, dass gerade Eltern, die in Arbeitsverhältnissen sind, die sich jetzt nicht sozusagen in den Regelzeiten irgendwie aufhalten, dass die Probleme haben. Wir haben im Saalekreis deswegen zum Beispiel die Situation, dass es jetzt auch eine Kita geben soll, in der tatsächlich eine Rundumbetreuung möglich wird, damit auch Mütter und Väter, die im Schichtbetrieb arbeiten, dort sozusagen Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten haben. Und in der Tat ist auch als Grüne unser Ziel, dass möglichst viele Eltern ihre Kinder in die Kinderbetreuung geben, denn das ist ein Bildungsort, da passiert Bildung von Anfang an und das sollte nicht am Geldbeutel scheitern. Und deswegen finde ich es so schade, dass diese Koalitionsfraktion aus CDU und SPD trotz anderslautender Versprechungen, es gab im Landtag ja eine Einigkeit darüber, dass man das Geld noch dieses Jahr an die Eltern geben würde. Das wird nun nicht mehr passieren, trotz aller Versprechungen von Herrn Schröder. Herr Schröder, Sie werden nicht dafür sorgen können im Landtag, dass das Geld tatsächlich bei den Eltern landet, weil die Kommunen machen jetzt die Satzung. Das ist der Punkt. Herr Gallert nickt heftig und aus meiner Sicht, er hat damit recht. Wir haben das Problem, dass Sie viel zu spät kommen und das ist ein Grundproblem Ihrer Politik. Sie sind an dieser Stelle wirklich hinten dran. Sie entlasten die Eltern nicht. Das ist hier ein bisschen wie in einem anderen Land, finde ich, was hier passiert. Also ich nehme die Realität draußen etwas anders wahr. Unser verehrter Oberbürgermeister Trümper hat im Focus Online Interview am 10.2. gesagt, er versteht nicht, warum in Magdeburg 800 abgelehnte Asylbewerber sind, die nicht abgeschoben werden. Wenn wir unterstellen, dass ein Asylbewerber pro Monat 1000 Euro kostet, und das ist viel zu kurz gegriffen, dann reden wir hier über eine Belastung von 800.000 Euro im Monat innerhalb dieser Stadt. Und wir setzen uns jetzt hier hin und reden darüber, wie wir 1,50 Euro an bedürftige, alleinstehende Mütter oder an kinderreiche Familien verteilen. Ich finde das unglaublich. Und wenn das so weitergeht, dann können wir uns diese Veranstaltung hier eigentlich schenken. Weil das können wir auch aus der Presse entnehmen. Das ist nicht die Realität in diesem Land. Was ist denn die Realität, Herr Pasemann? Das kann ich Ihnen sagen. Nach unserer oder auch nach meiner ganz direkten Auffassung ist dieses Land zunehmend im Begriff, sich zu spalten. Und haben Sie ja gar keinen Anteil, Herr Pasemann. Das ist Ihre Politik, die dafür sorgt. Jetzt lassen wir aber trotzdem Herrn Pasemann. Wir machen noch gar keine Politik, Herr Striegel. Sie machen Politik. Wir wollen erst. Ja, und wir werben dafür, dass Ihre Politik tatsächlich keine Vertretung im Parlament kriegt, weil solche Hetze gegen und Aufspalten von Gesellschaft in Asylbewerber und Menschen, die hier schon lange leben, darf es nicht geben. An der Stelle würde ich jetzt doch nochmal eingreifen, dass hier wieder ein Streit zwischen zwei Leuten wird. Das Thema kommt noch, wir können jetzt aufhören. Wir kommen, das nächste Thema sind Flüchtlinge, Integration, dort können Sie an dieser Stelle sich gerne nochmal äußern, aber wir waren jetzt noch woanders. Ja, wir sind jetzt nochmal beim Thema Mindestlohn, Herr Gallert. Der Mindestlohn ist da, aber sind denn Tariflöhne für alle nicht eher eine Illusion? Nein, Tariflöhne für alle, das ist eigentlich eine soziale Notwendigkeit in diesem Land. Das große Problem, wenn wir mal wirklich über die Spaltung dieses Landes reden, hat damit zu tun, dass es in den letzten 15, 20 Jahren immer weniger, ich rede ja auch vom Westen, immer weniger Menschen in gesicherten Arbeitsverhältnissen gibt, die auch über Tarife abgesichert sind. Sowohl das Einkommen als auch die Arbeitsplatzsicherheit. Und ich sage nochmal ganz klar, soziale Gerechtigkeit, die beginnt im Betrieb. Heute haben wir eine Situation, dass die überwiegende Zahl der Arbeitnehmer nicht mehr in einem tariflich gesicherten Arbeitsverhältnis ist. Das ist tragisch, aber das ist auch Verantwortung von Politik. Gerade Agenda 2010 hat durch eben die Begünstigung von Leiharbeit, Werkverträgen, unbegründeter Befristung und ähnlichen Dingen dazu beigetragen, dass die Gewerkschaften immer schwächer wurden
und Arbeitgeber aus den Arbeitgeberverbänden aussteigen konnten und solche Tarifverhandlungen gar nicht mehr machen mussten, weil die Arbeiter gar nicht mehr sozusagen in der Lage gewesen sind, ausreichend sich zu organisieren und die Dinge durchzusetzen. Deswegen muss in einer funktionierenden Wirtschaft der Tariflohn natürlich das substanzielle Ziel sein. Wir wollen die Gewerkschaften, wir wollen die Arbeitnehmer so stärken, dass sie das erreichen, unter anderem dadurch, dass bei einem Fördermittelantrag eines Unternehmers der Betriebsrat gefälligst mit zu unterschreiben hat. Aber das ist für Herrn Schröder zu viel Bürokratie. Für uns ist es wichtig, weil der Tariflohn wichtig ist. Lohnfindung soll Sache der Tarifpartner bleiben und genau zur Stärkung der Tarifpartner hatten auch die Unionsparteien Vorstellungen zu Lohnuntergrenzen nicht politisch festzulegen, sondern die Tarifpartner zu binden. Dort, wo es die Tarifbindung in Sachsen-Anhalt nicht gibt, da gibt es sie leider nicht überall, das wissen wir auch. Da hätten die Arbeitgeberverbände, die Gewerkschaften in Berlin die Ansage machen können und hätten dann über Verordnung das allgemeinverbindlich erklären können, dann hätten wir die Tarifpartner gestärkt. Lohnfindung, Sache der Tarifpartner, starke Tarifpartnerschaft ist etwas, was in die Mitte der Gesellschaft gehört. Leistung muss sich lohnen, ist ein Satz der Union und das gehört nicht per se ins linke Parteienlager. Vielen Dank. Dann würden wir gerne zu diesem Komplex Sozialpolitik die Fragerunde eröffnen. Wenn es Fragen gibt. Ja, hallo, Jan Schmidt mein Name. Und zwar an Herr Striegel. Sie hatten vorhin erzählt, dass Sie möchten, dass die Kita-Gebühren entfallen und somit alle Kita-Plätze kostenlos werden. Ich wollte erst klatschen, aber ich frage mich, wie soll das finanziert werden? Vor allem, da Sie ja auch für keine Beschränkung der Asylforderer sind. Sie wollen ja grenzenlos aufnehmen. Wie soll das alles finanziert werden, ohne dass wir uns neu verschulden? Das ist unrealistisch. Das ist nicht unrealistisch und im Übrigen plädiert hier niemand dafür, dass alle in Sachsen-Anhalt sozusagen aufgenommen werden, sondern wir plädieren dafür, dass Menschen, die in Not sind, hierher kommen. Und das hat auch nichts mit Asylfordern zu tun, sondern wir haben es mit einem Menschenrecht zu tun. Und dieses Menschenrecht werden wir auch gegen die AfD immer wieder verteidigen. Halleluja! Aber der getragen, Herr Striegel, den Button, den Sie getragen haben, kein Mensch ist illegal, und die Aussagen, das muss ich mal sagen, stehen ein bisschen im Widerspruch, ne? Nein, Herr Schröder, kein Mensch ist das illegal. Das einzige Boot, was voll ist, ist im Mittelmeer, wurde in den Landtag gerufen. Bleiben Sie ehrlich. Kein Mensch ist illegal, weil Menschen nicht illegal sein können, sondern mit ihren Bedürfnissen. Wenn die Wahrheit zu schwach ist, Herr Striegel, muss man ihr mit Gewalt aufhelfen. Das war Ihr Gewalt Spruch lassen bei wir Facebook. Jetzt erstmal ganz weg. Das und bitte ich, das bitte ich mal zur Kenntnis Herr Striegel, das mal in Ruhe zu beantworten zu können und nicht laufende Einwürfe zu machen hier. Wir warten jetzt auch mal einfach mal auf die nächste Frage, wenn es denn eine gibt. Ja, eine weitere Frage? Ja, ich habe mal die Frage an den Vertreter der AfD. Und zwar steht ja im Wahlprogramm zum Thema soziale Gerechtigkeit bzw. Gleichberechtigung, dass Menschen, die nicht in einem traditionellen Familienbild leben, nicht adoptieren dürfen. Wir haben dazu natürlich gerade viele Menschen in Sachsen-Anhalt, die nicht hier geboren sind, sondern ziemlich weit weg. Und jetzt komme ich zu der Frage, wie funktioniert soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, wenn man Menschen, die nicht ihrem Bild von ich weiß nicht, was entsprechend von vornherein ausschließen kann. Also Sie stellen Ihre Fragen schon mit verschiedenen Unterstellungen, aber das sind wir ja inzwischen gewöhnt. Ich kann dazu sagen, wir haben überhaupt nichts gegen verschiedene Lebensentwürfe und wir wenden uns auch nicht ansatzweise gegen irgendwelche Geschlechter oder wie auch immer geartete andere Entwicklungen, das ist uns völlig egal. Wir möchten es erstens nicht in der Schule haben und wir möchten es zweitens nicht so haben, dass das, was wirklich zählt, nämlich die normale Familie, unter Wert kommt. Das wollen wir nicht und da werden wir auch gegen kämpfen. Wir lehnen die Homo-Ehe ab, weil diese Gleichberechtigung oder diese Gleichstellung auch bedeutet, es werden Kinder in die Obhut von gleichgeschlechtlichen Menschen gegeben. Das ist für uns sehr problematisch, ja, weil es dazu auch überhaupt keine Studien gibt, in welcher Art und Weise das von Erfolg gekrönt ist. Ja, Sie mögen lachen, aber wissen Sie, wir sind Konservative. Und ich denke, dass das inzwischen auch immer mehr Menschen so sehen in diesem Land. Die Frage ist beantwortet. Gut, dann kommen wir jetzt. Ach so.
Und zwar habe ich eben wahrgenommen, die normale Familie. Ich hätte das gerne mal definiert. Mutter, Vater, Kinder. Reicht das als Antwort? Ja, ich wollte das nochmal ganz deutlich, dass das betont wird, ja, das was er darunter versteht. Das ist für mich die normale Familie. Das ist für Sie eine normale Familie. Ja. Gut, die Auffassung geht auseinander. Das merken wir und die Spaltung der Gesellschaft, von der Sie sprachen, wird da, zeigt sich auch an dieser Stelle. Die zeigt sich aber auch an einer ganz anderen und dabei insbesondere, das ist ja auch die Basis, das Hauptthema der AfD, das ist die Flüchtlingskrise, das ist die Zuwanderung und die Probleme der Integration, zusammengefasst mal. Die Zahlen, ich sage mal ein paar Zahlen, die ich jetzt mir aktuell noch besorgt habe aus dem Innenministerium. Also es war so, dass in Sachsen-Anhalt im Vorjahr zugeteilt waren, laut Königsteiner Schlüssel, 41.500 Flüchtlinge. 38.000 davon sind gekommen, 27.000 waren dann auch da am Jahresende, weil die flohen auch viele aus Sachsen-Anhalt, aus welchen Gründen auch immer. Und im Januar 2016 gab es nochmal 2.852 Direktzugänge. So, von der Spaltung der Gesellschaft in dieser Frage sprach ich schon, die ist hier auch mehrfach schon angeklungen. Wir kommen hier daran nicht vorbei, wir wollen aber dazu möglichst ein paar sachliche Argumente hören. Ich bin mal sehr gespannt, ob uns das gelingt. Fange ich mal an, ich trenne das also gleich mal nach den Parteien. Herr Schröder, bei Ihnen fange ich deswegen an, weil der Ministerpräsident Haseloff sich in den letzten Monaten auch als ein Kritiker von Kanzlerin Merkel profiliert hat, mit seiner Integrationsobergrenze von 12.000 für Sachsen-Anhalt. Das ging durch die bundesweiten Medien. Er sagte aber auch einmal in einer Diskussion, wo ich Ohrenzeuge war, wir müssen uns bei der Integration, das war im Dezember, etwas einfallen lassen. Ja. Was denken Sie, müssten wir uns einfallen lassen? Also die Union insgesamt und nicht jetzt die Aufteilung, die Sie in der Frage getan haben, die Union insgesamt hat übrigens auch auf einem Bundesparteitagsbeschluss in Karlsruhe im Dezember klar gesagt, dass die Wiederholung der Flüchtlingszahlen in der Größenordnung des vergangenen Jahres Deutschland wirtschaftlich und im Übrigen auch kulturell überfordern und dass es das gemeinsame Ziel der Union ist, eine Politik zu machen, eine europäische, aber auch eine nationale Politik zu machen, die mithilft, die Flüchtlingszahlen in diesem Jahr und in den kommenden Jahren deutlich zu reduzieren. Das ist ein gemeinsames Ziel, das trennt den Ministerpräsidenten, den Spitzenkandidaten von der Bundeskanzlerin in keiner Weise. Über den Weg dahin wird trefflich gestritten und im Übrigen nicht nur in der Union, sondern in allen Parteien. Wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, wir haben einen großen Konsens, wir wissen das auch aus Umfragen, dass es einen humanitären Flüchtlingsschutz geben muss. Wer dieses Schutzbedürfnis anerkennt, wir sind ein Rechtsstaat, wir haben dafür Regeln, wer dieses Schutzbedürfnis anerkannt bekommt, der muss auch humanitär, der muss auch versorgt und menschenwürdig untergebracht werden. Das haben wir im Land Sachsen-Anhalt erreicht. Wir haben keine Turnhallen belegt, kein Flüchtling muss im Zelt sein, die Kommunen bekommen die notwendigen Kosten erstattet. Wir haben mehr Verwaltungsrichter eingestellt für schnellere Verfahren. Wir schieben auch zentral ab und unangekündigt ab, weil auch Ausreisepflichtige das Land wieder verlassen müssen. Dafür gibt es einen Konsens. Es gibt im Übrigen auch einen Konsens, dass wir bedarfsorientiert nach nationalen Interessen Zuwanderung brauchen. Das hatte ich beim Thema Wirtschaft gesagt. Wo der Schlips ins Rad kommt, ist, wenn man sagt, dass diejenigen, die ein Schutzbedürfnis nachweisen kann nach rechtsstaatlichen Kriterien, ja aber auch noch Menschen dazukommen, die aus Not fliehen, was ja kein anerkannter Asylgrund ist, aus Not zu uns kommen, dass wir nicht über Asylbewerber reden und Flüchtlinge nach Genfer Konvention, sondern dass wir auch über sowas wie humanitäre Zuwanderung reden. Dass diese Dinge vermischt werden, dass die Frage, wie viel wir zu integrieren haben, und das meint der Ministerpräsident, die Frage, wie viel zu integrieren haben wir quasi von der geopolitischen Lage und vom Wunsch der Einreisewilligen allein abhängig ist und nicht wir auch deutlich machen müssen, dass das Land und im Übrigen auch die Kommunen eine Grenze haben bei der Frage, wann können wir ordentlich integrieren. Und diese Integrationsobergrenze meint der Ministerpräsident, ja, wie viel können wir sozusagen bewältigen. Es gibt keine moralische Pflicht,
der Überforderung dieses Landes. Es gab aber eine Geschichte, die Sie eben gesagt haben, dass also die humanitäre Zuwanderung, das möchte ich nochmal aufgreifen, den Begriff. Es war aber bislang, ich sage mal vor der Flüchtlingswelle, danach hat sich das, ja, war die Diskussion etwas leiser geworden, dieses Zuwanderungsgesetz, was eigentlich von verschiedenen Parteien vorgeschlagen wurde, war bis zum Schluss bei der Union immer noch nicht richtig durchgedrungen. Aber gut. Das ist falsch, Herr Honig. Ich will das kurz sagen, das ist falsch. Es gibt eine klare Entscheidung der Union. Es gibt dazu auch einen Bundesvorstandsbeschluss, dass es ein Zuwanderungsgesetz geben soll, aber als ein Bündelungsgesetz, um die über 50 eigenen aufenthaltsrechtlichen Regelungen, die wir ja längst haben zur Steuerung der Zuwanderung, vereinheitlicht, einfacher, auch verständlicher nach außen in einem Zuwanderungsgesetz zu bündeln sind. Ich vermute, dass von der Zeitplanung ist das vorgesehen, in der Koalition jetzt ist es nicht verabredet. Das heißt, es wird ganz wesentlich auch den Bundestagswahlkampf 2017 mitbestimmen, wie ein solches Zuwanderungsgesetz aussieht. Und da wird der Bürger das letzte Wort haben. Es ist falsch, dass die Union keine Zuwanderung will. Wie wir sie steuern wollen und wie unterschiedlich die Erwartungen sind an ein Zuwanderungsgesetz. Die einen wollen eine Tür zumachen, um eine andere Tür zu öffnen. Die anderen wollen nur Türen aufmachen, weil es mehr Applaus bringt. Und da kommt dann die Diskussion. Ja, aber immer zu unterstellen, die wollen gar nichts, ist natürlich auch nicht richtig. Ja, wir haben uns damit nicht leicht getan, das will ich auch sagen. Aber es ist ganz klar, da gibt es eine ganz klare Linie. Und wir müssen das, was wir aus humanitären Gründen tun, von dem nationalen und bedarfsorientierten Zuwanderungsrecht auch mal ein bisschen abkoppeln. Und das passiert in der Diskussion immer weniger. Und das ist ein Grund für die Polarisierung der Debatte. Ich gebe aber weiter zu Herrn Grube. Herr Grube, aus der SPD ist natürlich eine größere Integrationsoffenheit zu spüren. Es gibt aber da einen vielstimmigen Chor. Die Länderchefs sagen was anderes häufig als die Bundespolitiker. Kommunalpolitiker sagen etwas anderes als die Bundespolitiker. Vielleicht bringen Sie da mal ein bisschen Ordnung rein für die SPD. Also wenn ich derjenige wäre, der da in der SPD ein Machtwort sprechen könnte, ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Was ich wichtig finde, ist, weil die Zahlen werden wir alle nur bedingt beeinflussen können. Ich warne auch vor einer zu großen Hoffnung, dass wenn man alle Grenzen mit Zäunen verbaut, dass dann keine Menschen mehr kommen. Das wird nicht so sein. Wir erleben das übrigens an einem sehr prominenten Beispiel, wo schon eine große Mauer steht. Ich meine jetzt nicht die, die hier mal stand, sondern ich meine die in Mexiko. Auch da finden Menschen, die in existenzieller Not sind, einen Weg in die Sicherheit. Und die Leute, die hier ankommen, wir reden jetzt nur über die Flüchtlinge, ich glaube Zuwanderung überfordert uns hier am Abend auch ein Stück, aber das sind ja auch die größten Zahlen. Die Leute, die zu uns kommen als Flüchtlinge, sind im Moment zum allergrößten Teil Syrer, zu knapp 2/3. Die nächstgrößere Gruppe sind Afghanen und alle anderen sind in Staffelungen relativ wenig. Und wenn man das mal von den Menschen anschaut, ich bin kurz vor der Veranstaltung noch beim Treff der AWO hier in der Breitscheidstraße, in der Mörikerstraße gewesen, wo auch das Willkommensbündnis Willkommenscafés für Flüchtlinge einrichten will. Ich bin auch öfter beim Willkommenscafé in Stadtfeld und wenn man sich da mit den Menschen unterhält, was die zum Teil für eine Fluchtbiografie haben, wenn sie sich mit einer Mutter unterhalten, wo echt viel dazu gehört, dass die ihr Kind in ein Schlauchboot setzt oder in ein anderes Gefährt, da viel Geld für bezahlt und das Leben ihres Kindes aufs Spiel setzt, dann ist das niemand, der einfach nur weggeht, weil es ihm schlecht geht, sondern dann ist das jemand, dem es so dreckig geht, dass er dort nicht bleiben kann, wo er gerade ist. Was übrigens ein Trauerspiel ist für Europa, muss ich an der Stelle sagen. Ist okay. Es ging um die SPD in dem Moment jetzt. Ja, ich rede ja für die SPD. Ja. Okay. Ja, Sie erzählen ja auch dauernd Geschichten. Die Vielstimmigkeit in der SPD war eigentlich mehr das Thema, aber das ist nicht so. Ja, es gibt da eine Vielstimmigkeit. Der Kollege Schröder hat gerade beredt versucht, die Vielstimmigkeit in seiner Partei so ein bisschen breit zu reden. Mhm. Aber auch da gibt es die ja. Und ja, stumme Parteien sind dumme Parteien. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir haben mit Annahme des Parteibuchs das Gehirn nicht abgegeben. Und es ist natürlich ein gesellschaftliches Thema, wo es keine einfachen Antworten gibt. Es ist natürlich wer das verspricht, wie der Kollege zu Ihrer Linken. Sie haben aber bisher keine Antworten genannt. Moment, jetzt bin ich dran.
das ist natürlich ein bisschen so, das trägt ja auch nicht gerade zur Orientierung der Gesellschaft bei, wenn die Parteien sich, sag ich mal, die etablierten Parteien nicht unbedingt eine Meinung dazu bilden, die, sondern jeden Tag, sage ich mal, auf Deutsch gesagt, jetzt das provokativ was anderes erzählen. Gut, Herr Gallert, bei den Linken spielt eine große Rolle, dass Sie fürchten, dass zwischen, wir kennen jetzt die neue Mindestlohndiskussion, mal wieder aufgelebt, dass zwischen den sozial Schwachen in der deutschen Gesellschaft, das ist übrigens auch ein Thema, was die SPD betrifft, das hat auch, das habe ich vom Kollegen Gabriel auch schon persönlich gehört in einer Rede, dass die in Deutschland die Angestammten, sage ich mal, ausgespielt werden gegen die Neuankömmlinge. Was ist dagegen zu tun, Ihrer Meinung nach? Also Sie fragten ja erstmal insgesamt nach der Integration. Und da sage ich, erstens, Integration kann überhaupt nur gelingen, wenn ich sie will. Das Problem, worüber wir hier gerade reden in der Gesellschaft ist, wollen wir überhaupt Integration? Und da teilt sich die Gesellschaft wirklich, das muss man so sagen. In diejenigen, die auf nationale Abschottung setzen und auf diejenigen, die sagen, aus humanitärer, menschlicher Verantwortung. Ich finde so eine Geschichte, wie Herr Grube gerade gesagt hat, ist wichtig, dass wir mal darüber reden, über welche Menschen, über welche Schicksale reden wir denn da. Und da sage ich nochmal ganz klar, in dieser Entscheidung, da positionieren wir uns ganz eindeutig. Wir wollen aus humanitärer, menschlicher Verantwortung Integration und wir sehen auch Chancen für dieses Land, die dadurch wachsen, dass wir Integration realisieren. Und jetzt müssen wir natürlich diese Aufgabe anpacken. Wenn Menschen zu uns kommen, aus bitterster Not und Elend und vor Krieg fliehen, dann ist Integration eine schwere Aufgabe, die wir hinkriegen können. Wenn wir es falsch machen, geht es voll in die Hose. Voll in die Hose geht es zum Beispiel, wenn ich damit operiere, da kommen ja jetzt Flüchtlinge und die sind schwer auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Was mache ich also? Ich diskutiere darüber, ob ich die Flüchtlinge unterhalb des Mindestlohns in den Arbeitsmarkt einbringe. Das ist eine tödliche Debatte. Die ist wirklich katastrophal, weil jeder, der jetzt Mindestlohn bekommt und 8,50 Euro kriegt, Angst haben muss, dass sein Job demnächst von einem Flüchtling gemacht wird, den man für 5 oder 6 Euro einstellt. Deswegen halte ich diese Debatte so für extrem gefährlich und falsch und sage, Integration läuft nur, wenn wir allen gemeinsam eine Sozialstaatsgarantie geben. Wenn wir klar sagen, durch die Flüchtlinge werden keine sozialen Standards wie der Mindestlohn unterlaufen und dann können wir überlegen, wie wir über Bildungsangebote, wie wir über Integration in die Gesellschaft Menschen, die sind ja sehr jung, die zu uns kommen, so qualifizieren, dass sie uns gemeinsam hier weiterbringen, aber nicht, indem wir sie als Mittel einsetzen, um soziale Standards zu unterbieten. Ich will sie integrieren, aber ich will, dass wir gemeinsam etwas davon haben, diejenigen, die zu uns kommen und diejenigen, die hier leben. Alles klar. Herr Pasemann rutscht schon ganz aufgeregt auf seinem Stuhl hin und her und jetzt ist er in der Reihe, sich zu dem Thema entsprechend zu äußern und die Auffassung seiner Partei darzulegen. Ja, ich gebe eigentlich auch sehr stark meine Auffassung wieder, weil ich ja hier heute sitze. Aber ich denke, unsere Partei ist im Großen und Ganzen sich schon einig. Diese Geschichte, die zurzeit passiert, ist schlimm, ist auch menschlich schlimm. Und wir sind auf keinen Fall dagegen zu helfen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Die Frage, die uns bewegt, ist aber einfach, wie können wir am besten helfen, am sinnvollsten helfen? Und da sind wir ganz eindeutig und ganz klar der Meinung, es nützt nichts, wenn wir Millionen von Menschen zu uns ins Land holen, die damit diese Menschen mit unseren sozialen Standards ausstatten und sie versuchen, hier im Land dann zu integrieren. Diese Menschen, die hierher kommen, sind nach Auffassung oder nach derzeit geltender Auffassung Flüchtlinge. Wir sehen das etwas anders. Wir denken, dass der Anteil der wirklichen Flüchtlinge ziemlich gering ist und denen muss natürlich auch geholfen werden. Wir haben zu konstatieren, dass wir überhaupt keine Mittel haben, auch nach wie vor nicht, überhaupt auszusieben, wer ist denn anspruchsberechtigt und wer ist es nicht. Einfach sich hinzustellen und zu sagen, jawohl, wir gucken jetzt mal, wie lange unsere sozialen Sicherungssysteme das aushalten, weil wir ja so menschlich sind, das wird nur eins bringen, dass wir und unser Land demnächst überhaupt nicht mehr in der Lage sein werden, zu helfen. Das ist einfach so, weil wir unsere Möglichkeiten verbrauchen und zwar im Land. Wenn ich davon ausgehe, dass ich einen Flüchtling, der zum Beispiel in einem Flüchtlingslager in der Türkei lebt, weil die Türkei ja da jetzt immer als positives Beispiel genannt wird, den Türken sind diese Flüchtlinge aber eigentlich völlig
egal. Die haben sich bis jetzt da noch gar nicht drum gekümmert. Die müssen sich selber versorgen. Staatliche Gelder fließen da überhaupt nicht hin. Und jeder Syrer, der Geld hat, der ist in der Türkei auch gerne gesehen. Der wohnt dann auch mal in Ankara, solange wie er noch Geld hat. Aber die normalen Flüchtlinge wohnen in einem Lager, können sich dort organisieren. Dort können wir ungefähr das 20-fache an Menschen helfen, wenn wir das Geld, was wir hier für einen ausgeben, dorthin transferieren. Und das würde auch Sinn machen, weil wir nämlich dann auch dem Land, wo sie herkommen, wenn sich die Situation dort beruhigt hat, die Möglichkeit geben, dass die Leute, die sie dann dringend brauchen, um das Land wieder aufzubauen, auch da sind. Hier nutzen die gar nichts. Und ich möchte zum Abschluss noch eine ernüchternde Zahl nennen, weil es ja Menschen gibt, die denken, dass wir in den letzten 10, 20 Jahren hier eine tolle Integrationspolitik betrieben haben. Wir haben in unserer Bundeshauptstadt 90.000 Menschen mit türkischem Hintergrund, zum Teil Türken, zum Teil auch Deutsche. Von diesen 90.000 haben 75% keinen Schulabschluss, nach all der gelungenen Integration. 50% davon, und diese Zahlen können Sie auch gerne überprüfen, 50% davon leben von Hartz IV und finden das toll. Die haben gar nicht vor, daran was zu ändern. Und das ist das, was unsere Partei Sorge macht. Helfen ja, aber sinnvolle Hilfe und vor allen Dingen durchdachte Hilfe. Das, was im Augenblick passiert, ist Aktionismus. Es ist nichts anderes und es wird uns nur schaden. Gut, das war, also ich will... Als Staatsbürger fällt mir dazu nur eine Bemerkung ein, also dass jemand, muss ich wirklich sagen, von CDU bis Linken in diesem Land von gelungener Integration in den letzten Jahrzehnten spricht, das habe ich eigentlich nicht gehört. Nein, also dass die Integrationsdebatte läuft nun wirklich schon. Und also dass das kommt darauf an, wie links die Talkrunde ist, die da gerade läuft. Im also Fernsehen. Ich bin mir mein Weltbild nicht aus Talkrunden. Okay, Herr Striegel. Also die Position der AfD an dieser Stelle ist so paradox wie pervers. Einerseits sozusagen wollen sie das Elend dieser Welt nicht sehen und es am liebsten sozusagen in die Türkei und an die Ränder von Syrien verbannen, in Flüchtlingslager. Und andererseits freut sich ihr Parteivorsitzender oder Vizeparteivorsitzender über die Flüchtlingskrise, weil die sei Wasser auf die Mühlen der AfD. Also sie müssen sich schon mal entscheiden. Machen wir es doch mal landes. Ja, sie freuen sich über die Flüchtlingskrise und ich finde es schlimm, dass Menschen sich über das Elend anderer Menschen freuen können. Machen wir es doch mal ganz konkret und an den Zahlen für Sachsen-Anhalt fest. Wir reden hier über Landespolitik und nicht über allgemeine Vorstellungen. Machen wir es doch mal an den Zahlen für Sachsen-Anhalt fest. Im Land, das ist schon referiert worden, sind im letzten Jahr 40.000 Leute ungefähr gekommen. Davon sind nur noch 29.000 da, Tendenz stark sinkend, von Woche zu Woche im Saldo 800. Wer da von einer Überforderung redet, der erzählt den Leuten Märchen. Da ist eine große Aufgabe, aber da ist keine Überforderung, denn wir haben mit dieser Zahl noch nicht mal den Bevölkerungsschwund in Sachsen-Anhalt aufgehalten. Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter sind im letzten Jahr nicht mehr geworden, auch nicht durch die zu uns kommenden, weil wir sind inzwischen eine massiv überalterte Gesellschaft. Und deswegen sage ich, wir haben im Bereich der Flüchtlingsdebatte eine Riesenaufgabe vor uns. Integration ist nichts Einfaches. Integration wird uns viel Kraft kosten. Ich finde es auch schlimm, dass wir erst in dem Moment, wo die Integrationsdebatte hier in Sachsen-Anhalt in Fahrt gekommen ist, über die Einstellung von neuen Lehrerinnen und Lehrern nun wirklich richtig reden, weil das hätten wir viel früher angehen können. Denn jetzt entsteht natürlich bei den Leuten das Gefühl, erst wenn die Flüchtlinge kommen, ist plötzlich Geld für Lehrerinnen und Lehrer da. Das ist Unfug. Wir hätten diese bildungspolitischen Ausgaben längst machen können und hätten das längst angehen sollen. Und ja, wir müssen, Herr Schröder, Sie kommen auch gleich noch dran, Sie haben heute, glaube ich, im Durchschnitt schon mit am längsten geredet. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Aber das werden wir nicht durch Zäune, nicht durch Stacheldraht und auch nicht durch einen 3 Meter hohen Maschendrahtzaun um das Land Sachsen-Anhalt, wie es die Partei Die Rechte fordert, schaffen, sondern nur, indem wir endlich anerkennen, dass Gerechtigkeit weltweit besser ausgeglichen werden muss. Und das heißt, ja, wir müssen von unserem Reichtum abgeben. Und das heißt auch, dass wir nicht deutsche Waffen überall hin exportieren können und uns dann wundern, wenn Flüchtlinge zu uns zurückkommen. Gut, ich will das jetzt erstmal so stehen lassen und würde dann sagen, wir machen jetzt mal die Saalrunde zu dem Thema. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Frage.
Ja, wir sind gerade bei Zahlen. Herr Honig hat Zahlen gebracht, Herr Striegel hat auch Zahlen gebracht, ich habe auch Zahlen vom MDR, mir heute aus der Webseite rausgezogen. Es wurden also im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt, ich möchte das mal ergänzen, 17.000 Asylanträge gestellt von Menschen in Not, sicherlich, wie hier gesagt wurde. Davon entschieden wurden 12.000, 6.000 haben ein Bleiberecht bekommen und 3.655 wurden abgelehnt. Das Land Sachsen-Anhalt hat im Jahr 2015 abgeschoben 953 Personen. Wie gesagt, wir reden von 3.600 abgelehnten Asylanträgen. Herr Striegel, eigentlich meine Frage, wenn Sie in die Regierungsverantwortung kommen, und ich gehe davon aus, dass Sie dann andere Dinge tun werden als die eingangs von Ihnen erwähnten Blumen und Bienchen. Was tun Sie konkret, damit die Ablehnungen, die ja auf gesetzlicher Grundlage erfolgten, schnellstmöglich vollzogen werden und das damit verbundene Wiedereinreiseverbot durchgesetzt wird? Ja, es wäre schön gewesen, wenn Sie die Zahlen auch vollständig zitiert hätten, denn wenn Sie die 953 sozusagen Ausweisungen zitieren, dann hätten Sie auch darüber reden müssen, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die freiwillig ausreisen und somit ihrer Pflicht nachkommen und dann auch kein Wiedereinreiseverbot haben. Das gehört zur Wahrheit dann schon auch dazu. Klar ist, Gesetze sind einzuhalten, überhaupt keine Frage. Zur Wahrheit gehört aber auch mit dazu, dass wir es endlich schaffen müssen, das Thema ist ja schon aufgeworfen worden, legale Einreisemöglichkeiten zu schaffen, damit Menschen, die zum Beispiel als Arbeitsmigranten hier herkommen und die wir dringlich brauchen, auch tatsächlich diese Chance haben. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Und insofern geht es um beide Dinge. Es geht darum, Recht und Gesetz durchzusetzen, vor allem aber auch ein modernes Einwanderungsrecht zu schaffen. Und da freue ich mich auch vom Kollegen Schröder zu hören, dass sich die CDU, wenn auch mit Tippelschritten, aber doch in die richtige Richtung bewegt, dass sie nämlich anerkennt, es braucht ein solches Gesetz. In Sachsen-Anhalt brauchen wir es richtig nötig. Denn der Fachkräftemangel ist hier sozusagen noch viel stärker als in anderen Bundesländern. Lieber Herr Kollege Striegel, es ist gut, dass wir uns über die Überschrift schon mal einig sind, aber der Inhalt, das kann ich Ihnen verbindlich sagen, was die Ansprüche an ein solches Gesetz, da werden wir uns sehr stark unterscheiden. Und ich möchte vielleicht auch noch mal zu den Zahlen klar sagen, die jetzt die 40.029 sind da, dass es eine sogenannte Binnenmigration gibt, dass sich dann Einreisewillige auch der Residenzpflicht entziehen, aber sich in Deutschland woanders aufhalten. Das macht ein Stück weit der Diskussion aus. Wenn wir unseren Ausländeranteil in Sachsen-Anhalt verdoppeln würden, wäre das vielleicht eine ganz andere Diskussion, als wir sie in Deutschland insgesamt haben. Und auch ein Bürger aus Sachsen-Anhalt kann sich ja um das Land, sondern auch um das Land Deutschland auch Gedanken machen. Die zweite Sache ist, wir haben Ausreisepflichtige, etwa einer von 5 Ausreisepflichtigen verlässt das Land. Das sind dann alle Zahlen. Das heißt, wir haben sogenannte Abschiebehinderungsgründe, die durch Bundesrecht vorgegeben sind. Wir haben in Sachsen-Anhalt eine relativ gute, noch im Ländervergleich noch eine relativ gute Quote, aber es gibt sehr viele Vollzugsprobleme bei den Ausreisepflicht und es gehört mit zu den diskutierten Punkten jetzt in Berlin. Diese Ausreise- oder Abschiebehinderungsgründe auch zu durchforsten. Ich will noch mal was sagen zur Anfangsdebatte, weil das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Diese Not und diese Biografie von Flüchtlingen, die da beschrieben worden sind. Ich kann es ja niemandem verdenken, auch Menschen mit kranken Kindern, wo die Medizin in jordanischen Flüchtlingslagern $300 in der Woche kostet, dass die sagen, ich bin es meinem Kind schuldig, es zu versuchen, nach Deutschland zu kommen. Das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist, worauf wir hin unsere Politik ausrichten müssen. Denn es ist ja zutiefst ungerecht, würden wir sagen, ein paar, solange wir es noch können, erlauben wir es, zu uns zu kommen, aber den vielen anderen, die die gleiche Notlage haben, erlauben wir es dann nicht. Das heißt, den Menschen helfen zu wollen, ist ein richtiger politischer Ansatz, ihnen aber nicht dadurch helfen zu können, dass wir alle zu uns einreisen lassen, muss auch gesagt werden können. Und im Übrigen jedes Land auf der Welt
sieht es als ein Wesensmerkmal eigener Staatlichkeit, auch seine Grenzen zu schützen und wissen zu wollen, wer überhaupt einreist. Das ist ja das Minimum und das ist sozusagen auch okay, Rechtsstaatlichkeit, das wird jetzt auf dem und nach den rechtsstaatlichen Verfahren, letzte Zahl vom letzten Jahr, weil das auch jetzt falsch gesagt worden ist, da kommen ja jetzt mehrheitlich Leute, die wir nehmen, das ist nicht so. Im letzten Jahr war die sogenannte Schutzquote, also wer nach Durchlaufen aller rechtsstaatlichen Verfahren ein Bleiberecht hat, etwa 50% für das gesamte Jahr 2015. Also jeder Zweite war de facto wieder ausreisepflichtig. Herr Gallert, wollte noch kurz was dazu sagen und dann würde ich auch die nächste Frage nehmen. Ich habe ja jetzt, Herr Pasemann hat das gesagt, ich habe jetzt das zweite Mal mehr oder weniger gehört, also wenn wir alle diejenigen, die abgelehnt sind, abschieben, dann sind wir unsere Probleme los. Da sage ich, das ist Quatsch. Völliger Blödsinn. Und was ich vorhin wirklich infam fand von Ihnen, war, dass bei der Debatte um die Höhe der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten diejenigen, die daran schuld sein sollen, dass diese Elternbeiträge hoch sind, nun auf einmal die Asylbewerber seien. Das ist falsch und dagegen verwahre ich mich mit aller Deutlichkeit. So. Und jetzt erzähle ich Ihnen ganz kurz. Nicht die Geschichte, die Situation eines derjenigen, der abgelehnt worden ist, der hätte abgeschoben werden müssen, der ist es nicht. Es ist jemand aus dem Kosovo, der berühmte Westbalkan. Er selber ist ein Roma. Dass Roma in Kosovo verfolgt sind, ist... Ein Rom mit seiner Familie, Roma. Okay, eine Roma-Familie. Ich habe mit dem Rom... So. Die sind... Wie bitte? Naja, wissen Sie, das ist die deutsche Sprache. Also, die wollen sich doch so verteidigen. Der Kollege Honig, hat nochmal gesagt, die Mehrzahl. Also, diese Familie ist hier. Sie ist gekommen vor 11 Jahren. Der Mann spricht fließend Deutsch. Er wird eingesetzt bei der Jobagentur und bei der Ausländerbehörde als Dolmetscher. Er hat einen Arbeitsvertrag bei einer Sicherheitsfirma, die eine Gemeinschaftsunterkunft betreut. Er hat eine Frau und 2 Kinder, ein 3. Kind ist gestorben. Er wird deshalb nicht abgeschoben und muss aber jeden Tag damit rechnen, weil die Frau in psychischer Behandlung ist, weil das 3. Kind gestorben ist. Dieser Mann ist einer von denjenigen, die dort unter dieser Duldung sozusagen fallen. Ich sage Ihnen mit aller Deutlichkeit, ich brauche diesen Mann hier. Ich will ihn nicht abschieben, obwohl er abgelehnt ist. Punkt. Nächste Frage. Ja, der politische Diskurs ist vergiftet zu diesem Thema. Ich will nicht lange darüber philosophieren, wer Schuld hat, aber ich habe die Sprache von Josef Goebbels gehört, als ich AfD-Veranstaltungen am Domplatz besucht habe. Das ist für jemanden, der sich etwas länger mit Geschichte auseinandergesetzt hat, ziemlich erbärmlich. Ich frage aber alle auf dem Podium, wie wir zu einem Diskurs zurückkommen können, der außerhalb von Gerichten stattfindet. Ich hoffe, dass jeder, der da neu mit der AfD zusammen im Landtag ist, eine gute Rechtsschutzversicherung hat. Das ist vielleicht die Basis. Aber wir müssen miteinander und mit der verunsicherten Bevölkerung vielleicht ein ganz neues Gespräch beginnen. Voraussetzung ist aber auch manchmal Abgrenzung. Auf dem Podium sitzt der einzige Politiker im Land, der mal kurzzeitig eine Koalition mit der AfD nicht ausgeschlossen hat, das ist Herr Schröder. Wie stehen Sie dazu? Also eigentlich 2 Fragen. Also ich fange mal mit der letzten mit der Antwort auf die letzte Frage an, weil sie eine falsche Unterstellung beinhaltet. Ich bin mal von einem Volksstimme-Redakteur gefragt worden, wenn die AfD eine demokratisch zugelassene Partei bei Wahlen ist. Sind Sie dafür, dass Sie grundsätzlich nicht mit der AfD sprechen? Und da habe ich dem Journalisten geantwortet, dass es eine Binsenweisheit unter Demokraten bleiben muss, dass man untereinander gesprächsfähig ist. Daraufhin hat man vor einer Kommunal- und Europawahl über Spiegel Online verbreitet ein Koalitionsangebot gemacht, um mal ein bisschen zu locken. Interessant, wie weit sich das fortsetzt. Also es gibt eine klare Beschlusslage hin bis zum Bundesvorstandsbeschluss auch der CDU und es gibt eine klare Aussage auch unserer Spitzenkandidaten. Die AfD ist jetzt im Landtagswahlkampf eine konkurrierende Partei. Ich sage aber auch ganz deutlich, wir müssen die Menschen, die jetzt bereit sind wegen der klaren Problemansprache, die man dieser Partei zubilligt offenbar,
diese Partei auch zu wählen, weil sie das Gefühl haben, die etablierten Parteien laufen der Entwicklung hinterher und verlieren Kontrolle. Mit diesen Menschen müssen wir uns auseinandersetzen. Da kann man sie nicht in so eine rechtspopulistische Schmuddelecke stellen und sagen, ausreichend lange ignoriert, dann löst sich das Problem. Das geht nicht, sondern man muss sich auseinandersetzen. Wie können wir das Problem lösen? Ich glaube, es ist richtig, die europäische Lösung nicht aufgrund vieler nationaler Egoismen, die ja jetzt sehr stark zutage treten, so eine europäische Flüchtlings- und Asylpolitik quasi ad acta zu legen. Das glaube ich nicht. Es bleibt weiterhin Plan A, eine europäische Lösung anzustreben. Ich glaube aber nicht, dass man sie quasi in Konkurrenz setzen kann zu nationalstaatlichem Agieren, Duldungsrecht, wie wir es in Deutschland haben, Aufenthaltsverfahren, Umgang mit dem Asylkompromiss von 1994, der ja das Verfahren regelt, das individuelle Asylverfahren aber regelt, dass über sichere Drittstaaten Einreisende gar keinen Anspruch auf Asyl haben. Also wie geht man mit dem Vollzug deutschen Rechts um? Wie sichert man Außengrenzen und zwar nicht durch Stacheldraht und Schießbefehl, sondern einfach auch so, wie es sich gehört, auch mit Grenzkontrollen? Wie kann man im grenznahen Bereich Probleme lösen? Wie kann man an den Außengrenzen vielleicht Vorverfahren regeln, damit man legal Flüchtlingsschutz betreibt? Diese Dinge, wie sie auch in anderen europäischen, übrigens auch weltweit bei klassischen Einwanderungsländern diskutierte Themen sind. Ich kann nicht einsehen, dass Deutschland da unbedingt einen Sonderweg macht. Ich halte es für sehr gefährlich. Wolf Gallert hat es nochmal sehr deutlich gesagt, eine Sozialstaatsgarantie, eine Partei, die sagt, keine sicheren Drittstaaten, keine sicheren Herkunftsländer, Frontex abschaffen, keine Abschiebung. Das sind offene Grenzen für alle, war im Bundestagswahlprogramm richtig drin. Dass man dann gleichzeitig eine Sozialstaatsgarantie noch ausspricht, halte ich für sehr schwierig, weil das halten wir nicht aus. Das heißt, wir brauchen rechtsstaatliche Verfahren, Bekämpfung illegaler Einreisen, Grenzkontrollen sind möglich und notwendig, europäische Lösung bleibt anzustreben, humanitärer Flüchtlingsschutz ja, aber wer nicht humanitäre Flüchtlingsgründe angeben kann und wer nicht zu unseren Kriterien der Zuwanderung passt, der hat eben nur Gastrecht und kein Bleiberecht. Und so einfach kann man es vielleicht mal auf den Punkt bringen, aber so schwierig ist es im Alltag zu machen. Dankeschön. Herr Gallert hat sich da, wollte gerne was sagen, kann er von mir das auch, aber wir haben, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Schwergewicht zu dieser Seite. Ich stehe auch nicht mit der Stoppuhr, aber möchte jetzt gerne mal Herrn Striegel noch mal das Wort geben, der sich gemeldet hat. Und dann ist er zuerst dran und dann darf Herr Gallert auch noch mal was sagen. Und Herr bleiben wir bei dem Tisch, also Sie beide und dann Herr Gallert. Also Herr Kollege Schröder, ich habe Ihrer langen Rede jetzt doch aufmerksam zugehört und mein Eindruck war, Sie haben die Frage nicht eindeutig beantwortet und das bleibt das Problem in diesem Land. Sie schließen das nicht aus, Sie lavieren sich rum, Ihr Innenminister ist unterwegs und sagt, die AfD ist eine ganz normale Partei, die AfD ist keine normale Partei, da sind bisweilen normale Leute drin, aber sie ist eine vom Programm her rechtsvölkische, rassistische Partei und das muss man auch mal deutlich aussprechen und da muss man auch ganz deutlich sagen, da nutzt auch kein Händchen halten nichts. Herr Striegel, Sie sollten vielleicht erst mal fairerweise die Frage beantworten, die der Herr aus dem Publikum Ihnen gestellt hat. Das sind doch alles Phrasen, was Sie hier dreschen. Ich glaube, der Herr aus dem Publikum hat durchaus Verständnis dafür, dass ich diesen Punkt gegenüber Herrn Schröder noch mal rausgeholt habe. Und ich will Ihnen sagen, wie ich die Frage nach... Ich könnte ja noch mal antworten, dann hätte ich noch mal Redezeit. Sie dürfen dann bestimmt auch noch mal antworten, aber das entscheidet der Moderator. Ich will die Frage sehr genau beantworten. Wir haben diese Spaltung der Gesellschaft und ich habe vorhin schon mit Blick auf die Zahlen in Sachsen-Anhalt gesagt, dass sie an vielen Stellen keine sachliche Grundlage hat, sondern die Debatte eben vergiftet ist. Und wir erleben auf der einen Seite ja Hass, geschürt durch die AfD und die NPD und andere. Und wir erleben auf der anderen Seite eine ganze Menge Bereitschaft zu helfen. Ich habe in den letzten Jahren keine so breite zivilgesellschaftliche Bewegung in diesem Land erlebt, wie jetzt in der Flüchtlingssituation. Ich erlebe in Kleinstädten wie Merseburg, dass hunderte Leute tatsächlich konkrete Integrationsarbeit leisten. Und Herr Pasemann, diese Leute wollen, dass wir es schaffen. Sie wollen es noch nicht einmal versuchen. Und das ist der große Fehler. Und da sage ich, da setzen wir eine andere Position dagegen. Ich rate Ihnen, kommen Sie mal mit. Und gehen Sie in die Unterkünfte, begegnen Sie den Menschen, begegnen Sie den Nöten dieser Leute und Sie werden erleben, dass der Arzt aus Damaskus, dass die Ökonomiestudentin aus Homs, zur Magdeburger Tafel, Herr Striegel. Ja, die Magdeburger Tafel kann Bedürftigen nicht mehr versorgen, Das ist doch Unfug. Die Asylbewerber dorthin kommen. Die Tafeln haben im Land... Das stand doch sogar in der Volksstunde. Da können Sie Herrn Honig fragen.
ich würde denn wirklich an der Stelle jetzt mal diese Auseinandersetzung mal ein bisschen. Ja, ich wollte bloß ausreden dürfen. Ja, Sie waren ja im Grunde schon fertig. Sie sind ja dann nur mit einer reinen Polemik gekommen. Lassen Sie jetzt bitte mal in Ruhe weiterreden. Ich habe noch einen Vorschlag aus dem Publikum. Es gibt nämlich noch eine Frage, die würde ich ganz gerne zulassen. Nein, eine noch. Ich habe noch eine Meldung. Und dann können die gleich in die Antworten mit einfließen. Einverstanden, Herr Ja, Honig? Okay, machen wir so. Ja, Herr Striegel ist ja meiner Finanzierungsfrage leider ausgewichen. Also frage ich mal Herr Gallert. Und zwar, Sie hatten eben über einen aus dem Kosovo gesprochen gehabt. Und hier ist meine Frage. Laut unserer Verfassung, unserem Grundgesetz, Artikel 16a wird Ihnen eventuell was sagen, sind Personen aus sicheren Drittstaaten oder die eben auch über sichere Drittstaaten wandern, wie es die Balkanroute ist, nicht berechtigt, hier einen Asylantrag zu stellen. Sie verstoßen offen gegen die deutsche Verfassung. Meine Frage ist jetzt, sind Sie als Partei verfassungsfeindlich und die AfD nicht oder wie wollen Sie das jetzt begründen? Also ich würde mal gleich antworten. Wissen Sie, ich bin nicht verfassungsfeindlich, weil ich den Artikel 1 des Grundgesetzes ernst nehme. Und da steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und deswegen werde ich auch Menschen, die in Not sind, ich werde nicht dafür plädieren, dass wir sie an die Grenzen abweisen. Und ich werde nicht dafür plädieren, dass Menschen, die über einen sogenannten sicheren Drittstaat kommen, in diesem sicheren Drittstaat aber verjagt werden oder ihnen gar keine Chance gegeben wird, irgendetwas zu machen, dass er gefälligst wieder in Krieg oder dahin zurückgehen soll, wovor er geflohen ist. Und da glaube ich, verteidige ich das Grundgesetz notfalls bis zum letzten Blutstropfen. Punkt 1. Ja, doch, an der Stelle muss man das wirklich sagen. Wir sind inzwischen in einer Situation. Und Herr Sprengkamp hat auch die Frage gestellt. Natürlich ist es so, Leute, was haben wir denn erlebt? Ich habe Herrn Pasemann, als er hochkommt, die Hand gegeben, weil ich akzeptiere jeden Menschen erst einmal. Ich hoffe, wir geben uns zum Schluss auch die Hand. Ja, es ist aber so, dass Ihr Spitzenkandidat mich unter anderem vor hunderten Menschen als linksgrüne Sippschaft verlogenen Lumpen betitelt hat. Dass der Kandidat der AfD, der Kollege Kirchner, gesagt hat, seine politischen Gegner sollen in den Knast gehen oder ins Exil. Das ist die Debatte. Das ist die Debatte, vor der wir jetzt hier stehen. Das stimmt nicht. Das hat er nicht gesagt. Ja, da hat mehrere hundert Leute haben es gehört. Und das ist eine Situation, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist eine Situation, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Die ist für uns alle eine extreme Belastung. Und ich sage an der Stelle wirklich, wir brauchen auch in dieser angespannten Situation, in diesem angespannten Klima eine Grundverständigung über Grundwerte der Debatte. Und die ist uns verloren gegangen. Mit Hass, mit Aggression, die ich nicht akzeptiere und nicht toleriere. Ich akzeptiere Ängste, ich akzeptiere Sorgen, aber ich akzeptiere keinen Hass und keine Aggression. Da grenze ich mich ganz klar gegenüber ab. So, jetzt wäre Herr Grube noch dran. Er war auf der Liste. Ich bin dem Herrn von der FDP für die Einschätzung dankbar, die teile ich zu 100% und will die Frage beantworten, obwohl meine Antwort nicht sonderlich optimistisch sein wird. Wir stellen uns dem Diskurs, deswegen sitzen wir hier oben. Wie der Diskurs aussieht, sehen wir. Herr Pasemann hat ja auch alles mitgebracht, was so in der AfD-Parteischule gelehrt wird. Er ist kein Politiker. Bei allen Sachen, die konkret sind, vorhin weiß er nicht Bescheid, geht die Referenten, er möchte auch gar nicht in die Politik. Er bestreitet offensichtliche Sachen, die man auch bei Facebook im Internet finden kann. Er hat vorhin gesagt, wo man die Wahrheit nicht hört, da muss man Gewalt anwenden. Wissen Sie, Entschuldigung, das hat Herr Striegel auf seiner persönlichen Facebook-Seite stehen gehabt. Sie haben ja? Das ist ein Zitat Ihres rechten Nachbarn. Ja. Sehen Sie, zum Instrumentenkasten gehört auf, Frau Petri macht das in Talkshows total gerne, Leute nicht ausreden zu lassen, gehört übrigens auch zum Demokratieverständnis dazu. Er hat vorhin auch gesagt, die Normalfamilie, Vater, Mutter, Kind, seine Bundesvorsitzende ist also nicht Teil einer Normalfamilie. Das würde mir an seiner Stelle irgendwie auch zu denken geben. Will sagen, solange, und da hat Herr Striegel Herrn Gauland vorhin schon mal zitiert, solange eine Partei Nektar daraus saugt, Stimmen daraus saugt, dass sie die Debatte um Angst hochhält und Angst zu Stimmen macht, wird dieser Diskurs vergiftet bleiben. Da können sich alle anderen anstrengen, wie sie wollen. Das ist dann nicht zu ändern. So, wir machen an der Stelle jetzt zu dem Thema einfach mal einen kleinen Strich.
Wir haben noch ein Thema, wir haben es aber auch schon 7:55. Ich würde einfach mal sagen, wir beenden die Sache damit, hier oben auf dem Podium, dass ich jedem noch eine Frage stelle. Und zwar geht es um die Verbindung zwischen Bildung und Zukunftsfähigkeit des Landes. Wir denken einen Moment nach. Bildung und Zukunftsfähigkeit des Landes. Wie Ihre Partei das sich diese Verbindung vorstellt. Dann haben wir sowohl das Schulthema noch mal drin und die Zukunftsfähigkeit. Jetzt können Sie entwickeln. Herr Striegel, beginnen Sie. Bildung ist der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Bildung fängt in der Kita an. Der geht über die Schulen, da brauchen wir endlich mehr Lehrerinnen und Lehrer und das wird ein unglaublich schwieriger Weg dahin, weil wir sozusagen gar nicht so schnell neue Lehrer einstellen können, weil die sind ja nicht auf dem Markt da, die anderen Bundesländer suchen auch und wir müssen es schaffen, dass in Sachsen-Anhalt keine einzige Unterrichtsstunde mehr ausfällt, weil Lehrerinnen und Lehrer nicht da sind. Das muss das Ziel sein. Wir brauchen ausfinanzierte Hochschulen. Wir müssen dafür sorgen, dass da nicht Kürzungsdebatten regieren, sondern dass wir tatsächlich dazu kommen, dass diese Hochschulen sich entwickeln können und das sichert die Zukunftsfähigkeit des Landes. Ich mache gleich weiter hier, Herr Grube, auf der Flanke hier drüben. Ja, im Prinzip kann ich mich dem anschließen. Ich wollte ja noch was zu Herrn Schröder sagen, vorhin bei den Lehrerzahlen. Wir haben auch eine gewisse Unzufriedenheit mit der B-Seite, mit den CDU-Ministern. Wir haben einen Innenminister, der eine Weile durchs Land gelaufen ist, gesagt hat, 5.500 Polizisten reichen. Jetzt sagt die CDU 7.000. Herzlichen Glückwunsch, das machen wir natürlich gerne mit. Und natürlich hat der sozialdemokratische Kultusminister dieses Jahr 600 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Es werden dies Jahr nochmal ungefähr eine ähnliche Größenordnung sein. Das gehört dann an der Stelle dazu. Und ja, wir müssen es hinkriegen, dass in Sachsen-Anhalt keine Unterrichtsstunde mehr ausfällt, weil die Lehrer nicht da sind. Wir werden niemals ein Schulsystem haben, wo gar keine Unterrichtsausfälle sind, weil einfach immer mal Leute auch krank werden. Das ist einfach im Verfahren so, aber es darf strukturell nicht sein. Und dann will ich noch ein ganz kurzes Wort, weil ich soll mich bestimmt kurz fassen, zu den Hochschulen sagen. Da gibt es für uns vier klare Punkte. Erstens, die Zielvereinbarung bis 2019 gelten. Zweitens, das Versprechen gilt, Tarifsteigerung, Inflationsausgleich ab 2020 zu zahlen. Alle Mittel, die aus dem Kooperationsverbot, aus der Rückführung des Kooperationsverbots nach Sachsen-Anhalt kommen, werden in die Bildung gesteckt und dementsprechend auch der Hochschulbildung zugutekommen. Und wenn Sie SPD wählen, wird es nach wie vor keine Studiengebühren fürs Erststudium geben. Auch das ist uns für die Chancengleichheit wichtig. Dankeschön. Wir machen weiter bei Herrn Peisemann. Also die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, weil einfach so viel schiefgelaufen ist in den letzten Jahren, was die Bildung belangt. Und es sieht ja nun so aus, als ob die AfD auch eine relativ starke Fraktion in den Landtag schicken wird. Ich kann Ihnen versichern, dass wir Bildungspolitik zu einem hervorragenden Thema von uns machen werden und dass wir zu vielfältigen Themen da auch Stellung nehmen werden und darauf achten werden, dass es genug Lehrer gibt, dass wir genügend ansprechenden Unterricht haben und vor allem, dass die Kinder auch vollen Unterricht bekommen und dass es nicht so sein kann, dass wie zum Beispiel bei meinem werten Kollegen Herrn Kirchner der Chemieunterricht ein Jahr überhaupt nicht erteilt wird, obwohl er dieses Jahr dann Prüfung haben muss. Das kann einfach nicht sein und dazu muss das Geld da sein und dafür werden wir auch sorgen. Herr Schröder. Ja, kurz, Kollege Gruber hat ja der Koalition bereits eine gegenseitige Lernfähigkeit bescheinigt, damit kann ich auch gut leben. Wichtig ist, dass man Entwicklung nicht verschläft, dass man auch korrigiert, wenn es veränderte Bedarfe gibt. Und einerseits kann man sagen spät, aber es ist nicht zu spät gewesen, bei Polizei und Lehrerschaft denkt man das auch. Also da ist einiges zu tun, aber wir haben verstanden. Ich darf noch mal darauf hinweisen, es gibt keine Abstimmung über den Hochschulfrieden, der ist gesichert, die Zielvereinbarungen sind vereinbart. Wir führen eine Qualitätsdebatte an den Hochschulen, wir wollen mit dem eingesetzten Geld auch etwas mehr Ertrag haben. Der eigene Wissenschaftsrat empfiehlt ja auch bestimmte Dinge. Wir wollen auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, unsere Forschungsentwicklungsförderung bei 1% des Bruttoinlandsprodukts lassen, also da hat die CDU auch klare Vorstellungen. Aber der 13. März ist auch eine Art Volksabstimmung über die Schulstruktur. Und deswegen möchte ich auch noch mal deutlich sagen, wir möchten die jetzige Schullandschaft qualitativ weiterentwickeln. Also kein weiter so, aber eine behutsame, qualitative Weiterentwicklung mit Unterrichtsversorgung, sanierten Schulen, digitalem Unterricht etc. etc. Und auf Qualität achten, kein Wettbewerb sozusagen, viele Abschlüsse, so viel wie möglich und dann in Qualität nach unten gehen, das wollen wir nicht. Das heißt,
Differenzierte Angebote ja, ja zu Gymnasien, ja zu Förderschulen, dort wo es möglich ist. Das heißt nicht, dass wir die Inklusion zurückdrängen. Ich will das auch gleich sagen, Inklusion bleibt möglich, aber wir können nicht alle Kinder mit allen Behinderungen und Handicaps können wir an die Regelschulen geben, sondern wir brauchen auch in beschränkter Weise bewährte Förderschulen, die brauchen wir auch weiterhin. Und wir wollen nicht eine Vorrangschule, ob das nun allgemeinbildende Gemeinschaftsschule heißt oder so, wo man alle Abschlüsse quasi nur noch in einer Schule macht, das halten wir nicht für den richtigen Weg, quasi Gymnasien zu Sonderschulen zu machen. Das wollen wir nicht, deswegen Bildungsfrieden, keine großen Experimente an der Bildungslandschaft und diesen Schulfrieden haben wir auch verdient. Das Einzige, was die Union an der Struktur ändern will, das sage ich auch noch zum Schluss, ist der sogenannte Grundschulverband, denn wir kriegen bei Lehrkräften und Lehrerschaft in den kommenden Jahren auch wieder eine zweite Schließungswelle bei den Grundschulen, zumindest bei den Grundschulen, und da kann man mit der zusätzlichen Option des Grundschulverbandes auch so eine zweite Schließungswelle abwenden. Ja, Herr Gallert, als gelernter Lehrer macht den Abschluss. So, Herr Honig, darf ich jetzt so lange reden wie mein Vorredner oder wie Herr Striegel? genau dazwischen, bitte. Okay, alles klar. Natürlich entscheidet die Bildung die Zukunft dieses Landes. Und wir haben keine gute Situation. Wir haben zusammen mit Bayern die niedrigste Abiturientenquote und wir haben immer noch leider im Ländervergleich den höchsten Anteil von Schülern, die entweder nur mit einem Hauptschulabschluss oder mit gar keinem Schulabschluss die Schule verlassen. Es gibt dafür mehrere Gründe. Der eine ist, dass wir, um Geld zu sparen, um Schulden abzubauen, zu wenig Lehrer eingestellt haben. Es fehlen jetzt neben denen, die sowieso in Rente gehen, 700 Lehrer, die wir zusätzlich einstellen müssen, um den Unterricht einigermaßen abzusichern, plus diejenigen, die wir jetzt für die Flüchtlingskinder außerdem natürlich auch noch zusätzlich einstellen müssen. Das müssen wir ganz schnell anpacken. Problem ist, man kriegt die einfach gar nicht mehr so schnell, weil andere Länder wirklich früher aufgestanden sind, nämlich Thüringen, nämlich Brandenburg und die Lehrer, die noch auf dem Arbeitsmarkt waren, auch schon rausgeholt haben. Also das wird eine schwierige Geschichte. Wir müssen es trotzdem wirklich angehen. Wir brauchen nicht die Bewahrung des sogenannten alten Hochschulfriedens, weil die führt unter anderem dazu, dass ich an der Uni Magdeburg anfange, eine Fakultät zu reduzieren. Die führt dazu, dass ich Einsparmaßnahmen durchführe, unter anderem im Bereich der Fachkommunikation, die wir dringend bräuchten, die musste jetzt geschlossen werden, unter anderem hier an der Fachhochschule, weil wir nicht mehr in der Lage gewesen sind, mit diesen Mitteln die auszufinanzieren. Da brauchen wir Neuverhandlungen, um wirklich nach vorne zu gehen und auch die neuen Dinge zu realisieren. Und zur Bildung gehört für mich übrigens auch, ich komme übrigens gerade vom Arbeitsamtsdirektor aus Weißenfels, der mir sagt, natürlich brauchen wir auch Bildung für die jungen Flüchtlinge, die zu uns kommen und die noch über einen Schulabschluss verfügen, aber keine Berufsbildung im eigentlichen Sinne machen konnten, weil dort seit 2 oder 3 Jahren Krieg ist. Wenn wir in der Lage sind, auch diejenigen vernünftig in die Berufsbildung zusammen mit Integrationskurs und Sprachkurs einzuführen, haben wir eine Perspektive für sie und für uns. Und deswegen wird diese Bildung eine Schlüsselstellung für die Perspektive dieses Landes sein. Und zwar für jeden Menschen, der hier wohnt, egal woher er kommt. Vielen Dank. Ich hätte noch eine ganz, ganz kurze Abschlussrunde. Und Herr Galler kann gleich weitermachen. Und diesmal geht es ganz kurz. Vorhin hatten wir die Prognosen. Wie viel Prozent am 13. März Linkspartei? Nur eine Zahl brauche ich. Die werden Sie von mir nicht kriegen. Eine Zahl. Nein, die kriegen Sie von mir nicht. Oder? Die CDU wird hoffentlich so stark sein, dass an ihr vorbei keine Regierungsbildung möglich ist. Reicht. 32 plus X. Herr Bartemann? Also ich denke, ohne vermessen zu sein, 20% werden drin sein. Na, Sie sprachen ja schon von einer starken Fraktion, die braucht dann schon mindestens 20%. Herr Grube? Mehr als in der Umfrage heute. Herr Striegel zum Schluss. 7% plus X ist weiterhin drin und vor allem hoffe ich, dass die Angst für Deutschland möglichst klein bleibt. Gut, vielen Dank. Ich danke unseren Gästen auf dem Podium, ich danke Ihnen im Saal und ich hoffe, wir können etwas dazu beitragen, Ihr Meinungsbild vor der Wahl zu vertiefen und zu beeinflussen. Dankeschön. Ja.